So, jetzt müssen wir uns aber sputen. So, schauen wir mal, wie das jetzt so wird mit Halsschmerzen. Schauen wir mal. Ging es so nicht. So machen wir das. Ja, da hat er ja auch. Ach Mann. Ach Mann. So. Ich hoffe, die anderen stehen bald auf. Ich kann das nicht alles alleine managen. Das hat noch keiner die Leitstelle und um 19 Uhr kommen, glaube ich, schon die Tische, oder? Aber wir werden sehen. Wir packen jetzt erstmal den Kuchen weg. Ja. Grüße, Welt, moin. Ey, Gabu! Na? Du fleißiger Kommentarschreiber. Dankeschön. Wie geht's dir? So. Ganz gut und selbst? Ja. Eigentlich ja gut. Bis auf die Halsschmerzen, die Kopfschmerzen und ein bisschen Fieber. Mal gucken, was es wird, wenn es denn fertig ist. Aber ja. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute mache. Vielleicht müssen wir auch spontan fahren. Mal gucken. Momentan geht's ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das denkt schon wieder niemand organisatorisch nur so groß nach. Gut, wir werden sehen. Wieso liegen da so viele Sachen rum? Wo ich gegenfahren kann und fallen kann. Mir ist gerade was aufgefallen. Den Weg gar nicht markiert, als ob ich den auswendig kann. Hätte ich ja jetzt Orientierung. Das gibt's nicht. Das darf nicht sein. Wir haben keine Orientierung. So wie manche Autofahren, ne, sind wir immer mit einem halben Bein im Grab, habe ich das Gefühl.
Deko steht im Weg rum. Seit wann sind Müllsäcke Deko? Du Witzknubbel. Oh, da war eine Wand. Da war eine Wand. Hoppala. Und eine Laterne. Ich würde auch wieder einkaufen gehen. Letztes Mal, als wir in der Mall waren, waren wir mit Sam und Payne da. Natürlich haben wir uns gar nichts gekauft. Doch, wir haben uns die Kopfhörer gekauft. Hi, April. Ciao, April. geht mal wahrscheinlich die anderen beiden abholen, dann. Komm mal her. Ein bisschen Gas geben. Ich meine, es kam von YouTube um 19 Uhr die Tische. Ich bin mir aber nicht sicher. Tatsächlich. Die weißen Ohrstecker, die schwarzen, du hast es auch gesehen, ne? Ja, war mir dann aber auch zu blöd damit, nochmal dahin zu gehen. Ich glaube, der war einfach nur immens überfordert von uns, der arme Kerl. Ich kaufe die mir nochmal in rosa demnächst, wenn es die in rosa gibt. Will ich die in rosa haben. Vielleicht werden wir nicht mit der ganzen Horde da einmarschieren. Ich muss drüber, ne? Ich habe Orientierung. Das ist Kapuschul, der hat mich abgelenkt. Und genau. An den schönen Bild hier vorbei und dann sind wir gleich da. Ich hatte ja auch von Josie den Rollerschlüssel. Den habe ich noch, aber... Will ich einfach ihren Roller nehmen. Wuff, wuff. Oh. Obwohl wir es dürften. Ich bin mir zu 99,9% sicher. Ich will auch meinen Roller haben. Man, wir könnten uns den locker kaufen, ne? Und können jetzt nicht, weil wir warten müssen, bis wir Geburtstag haben. Das ist doof. So, warte. Kurve, 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 Kurve. So, noch gegen, noch gegen. Zack, wir sind da. So. Ohne Markierung am Ziel. Sind wir stolz auf mich? Ja, oder? Ein bisschen schon, oder? Ein ganz klein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber ich schließe mal die Tür ab. So.
Okay. Wow, lecker. Ich habe viel mehr Kakao. Oh, Schokotörtchen hat sie gemacht. Goll. Kakao habe ich auch. Ganz viel Kakao. 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 Kaffee können wir jetzt frisch machen, ne? Ich hoffe, wir hatten doch eigentlich schon. Lina kauft doch immer alles ein. So. Oh, oh, nee, das geht nicht. Wir müssen mal wegbringen, den Müll. So. Erstmal, upala. Sehr gut. Machen. Hallo? Hola. Wollten Sie zu uns? Ja. Ich wollte den Katalog noch mal angucken. Ja, können wir machen. Ich fange nur gerade an, ein bisschen aufzumachen. Wir haben gleich Coffee with the Cops noch, sind ein bisschen in Vorbereitung. Aber Sie können sich gerne schon mal setzen. Okay. Oh Mann. Ohne muss nichts los. Stempeln wir uns mal ein. Dann mache ich mir eben RDP fertig. Heute ist, war Dings, ne? Bestellungen. Was haben wir heute überhaupt? Den ersten, okay. Ich finde, gestern war Ruhetag. Dann brauche ich was zum Schreiben. Da. Das und das. Das können wir dann gleich machen. Speichern. So. Sie können sich ruhig setzen. Okay, zum Gucken muss ich hier eh noch stehen. Okay, wollen Sie lieber stehen? Okay, können wir auch so machen. Ja. Wo schaue ich denn hin? Ja, sonst einfach auf dem Stuhl aussuchen. Wo Sie möchten. Ja, ich dachte, sie will da stehen bleiben.
Dann gucken wir mal. Ja, sehr gerne. Nur nicht so schnell, ne? Okay, wir gucken ganz langsam. Wenn Sie was zu essen oder zu trinken haben möchten, sagen Sie Bescheid. Schön. So. Ja. Sollen wir die uns mal merken, vielleicht? Okay. Okay. Chat so leer. Ja, Kapu, aber ich habe auch. Oh nein. Okay. Länger nicht gestreamt, ne? Auch nicht? Okay. Warte, warte. Ja, ich warte. Entschuldigung. Kannst du dir favorisieren? Ja, können wir gerne machen. So. Weiter. Oh nein. Hallo. Hallo, Chefin. Nein. Okay. No. 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 Kannst du favorisieren, ja? Ja. Sehr gerne. So. Nein. Sophia? Ja? Hast du den ganzen Kakao gemacht? Ja. Okay, ich nehme mich auch deswegen. Okay. Oh Gott. Möchte die junge Dame zufällig einen Kakao? Einen kannst du mir geben, ja. Okay, super. Ja. Oh Gott. Wir müssen noch Kaffee machen. Kakao with the Cops. Ja, das heißt nicht mehr Kaffee. Also war das ja oder nein eigentlich? Nein. Nein, okay. Gut, ich gehe schon mal mit dem Kaffee anfangen. Ja, besser. No. No? Okay. No. 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 Oh je. Besser? Da fehlt aber auf der linken Seite doch noch was an der Seite, oder? An der linken? Ja, die sind halt so. Ja, da müsste man vielleicht einen Übergang, weiß ich nicht. Sieht halt was komisch aus, das stimmt. Sonst gefällt die mir. Nur kannst du die favorisieren? Wir müssen halt nur gucken mit der. Ob wir was mit dem Übergang machen können. Ja. Und das wäre dann, sehen wir mal, das überhaupt geht. Ich gehe mal. Ah, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oh je, Mini.
ein zurück. Nee. Das? Diese würde gehen. Diese würde gehen. Das sieht von vorne gut aus, guck. Von der Seite finde ich nicht so gut, oder? Warum? Das ist sehr stark, finde ich. Aber eigentlich musst du dich ja damit wohlfühlen. Wir gucken einfach zum Schluss, ja? Ja, wir gucken zum Schluss. Ich mach das mal wieder raus. So, da haben wir die noch. No. 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 Hallo, Gonzo. Ich kann sie auch favorisieren. Mhm. No. No. Mhm. Jetzt kommen die Älteren. Ich glaube, das eher nicht so, oder? Sollen wir die auch durchgehen vom alten Katalog? Ja. Kann man gerne machen. Aber das waren doch noch nicht alle. Nee, wir gehen jetzt noch von mal. Dem neuen Katalog, meine ich, waren so. Das schon noch nicht alle. Da waren vielleicht die hinteren Seiten noch ein paar. Okay. Da können wir gleich gucken. Da kommen bestimmt noch ein paar, ja. Strähne war mal wild, würde April sagen. Sie hat echt ein schönes Gesicht, ne? Da ist keine, weil die schön ist. Nee, okay. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen weiter vor. Und dann kommen gleich wieder die etwas neueren. So, ab hier ungefähr. Die davor bitte vergrößern. Ja, sehr gerne. So. No. 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 Die einmal favorisieren, bitte. Ja, sehr gerne. Kann man bei der eigentlich auch was mit dem Übergang machen? Kann man eben ausprobieren, ja. Ah, das geht auch. Dann die auch bitte favorisieren. Mit dem Übergang, okay. Dann nehme ich ihn erstmal wieder raus und dann. No. 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 So, dann werden wir jetzt einmal durch. Sicher. Okay. Sollen wir nochmal in Ruhe alle durchgehen, die wir hatten? Ja, meine Favoriten, bitte. Genau, das dann fangen wir lieber ganz unten an. So, dann hatten wir einmal diese hier. Mhm. Danach kam
diese. Da kann man bestimmt ja auch was mit dem Übergang machen, ne? Ja, können wir ausprobieren. Mama. So vielleicht? Geht noch ein anderer? Ein paar mal noch. Ich gehe langsam durch gerade. Ganz ja, ganz okay. Ich brüte gerade irgendwas aus, aber nichts Wildes, sag ich mal. Jetzt einfach. Jetzt gucken wir erstmal die anderen. Ja, merken ja. wir uns die mit Fragezeichen vielleicht. Falls es doch die sein wird am Ende, dass wir da ganz in Ruhe gucken, bis ein passender Übergang dabei ist. So, ich nehme ihn erstmal raus und das genau. So, dann kam nämlich als nächstes hatten wir noch dieser. Danach kam dieser. Okay. Und wir haben noch zwei andere, und zwar diese einmal und dann noch war das die. Das ist eine, wo wir mit dem Übergang spielen können, würde ich ja immer noch mal gucken. Bei der, die wir zuletzt hatten dann, mit dem Übergang. Moment, warte mal, diese zwei Söpfe, diese... Ja, die sind, das sind waren, Moment, dieser. Nee, die anderen, die nach hinten geflochten sind. Ja, Moment. Die kann man da vielleicht mit dem Übergang ein bisschen zaubern? Schauen wir mal. Heute sind Feiertagsangebot, also für alle Kunden, ne? Ja, ich weiß. Okay, gut. So, gehen wir mal durch. Ja, ich weiß. Aber man noch mal nicht. Machen wir den ein. Der hat aber was, finde ich. Ja. Ich finde, der hat was. Den können wir uns schon mal favorisieren, den Übergang. Den Übergang zu der Frisur. Ach so, die haben wir jetzt neu. So. Und dann den Übergang. Ja. Dann gucken wir weiter. Vielleicht finden wir noch einen besseren. Einen Übergang, okay. Das sind so 20, 30, glaube ich, im Katalog drin. Ja, ja. Wow,
War das ein Ja? Nee, ich gucke noch. Gut. Den kannst du mal favorisieren, bitte. Den Übergang, okay. Ja? So. Nummer 43, okay. Der hat auch was. Den meinen Sie? Der hat auch was. Da ist an der einen Seite mehr als an der anderen. Ich weiß nicht, ob das so gut zur Frisur passt. Nee. Wir können ja noch weiter gucken. So, jetzt sind wir einmal durch, dann hatten wir. Den hatten wir. Den hatten wir, genau, die vier. Und dann. Kannst du den vier noch mal machen? Ich muss nochmal nach hinten. Das war dann. Der andere war der hier. Ja. Kann man die Untergänge auch mit anderen Frisuren machen? Ja, den Übergang kann man lassen, dann können wir uns die anderen Frisuren nochmal angucken. Ja. Ja? Okay. Ja. Bitte. Dann machen wir das und fangen wir nochmal. Es ist sehr merkwürdig. Was ist mit ihr? Also, puh. Wieso ausgerechnet heute? So. So, die fanden sie einmal ganz gut. Ich finde den Übergang furchtbar. Was ist mit ihr? So, dann hatten wir den. Wo hast du jetzt was mit dem Übergang gemacht? Hier ist immer noch der. So. Aber den nicht. Nee. Dann vielleicht doch lieber den vierten nur, weil da war nicht so viel. Dieser. Nein, ich meine die Frisur nicht mehr. Ach so. Okay, dann bleiben So. wir doch wohl beim Übergang. Weil da auch viel in die Stirn reinfällt vom Übergang, ne? So, die Frisur nicht. Dann sollen wir die schon mal ganz streichen? Gut. So, als nächstes hatten wir da keine mehr. Dann kam dieser. Die Alles kann klar. auch weg. Ja, kann weg. Super. So, dann hatten wir als nächstes. Diese hier. Ja.
soll noch bleiben? Ja, die darf bleiben. Sehr gut. Dann hatten wir auch ein Sternchen schon dran, die war. So. Diese? Die kann ganz weg. Die kann ganz weg, okay. Dann kommen wir der Sache ja langsam näher. Die Frisur war noch im Gespräch. Soll noch bleiben? Gut. Und dann noch die. Die fällt weg. Die fällt weg. Okay, dann hast du jetzt 1, 2, 3, noch 4 Frisuren. Ja. Nochmal von vorne. Ja, die Favoriten, ne? Ja, genau. Mach mal. Dann fangen wir nochmal von vorne an. So. Aber die hatten wir nicht. Mit 8. Die hörten wir nicht. Vielleicht kleben gerade die Katalogseiten auch. Ach so. Machen es nochmal so und dann. Ich habe ja alles aufgeschrieben. So. Ach ja. So. Wir hatten nämlich diese und wir hatten entweder diesen Übergang oder so 43. Diesen Übergang. Das passt nicht. Ich muss zwar zurück. Ich finde den. Weil entweder, da war einer, der passt da schön. Das ich war glaube, das waren wieder 2 vor. 2 vor wäre der. Nochmal? Nochmal, dann ist wieder gar kein Übergang. Achso, da war aber einer und da war ein bisschen halt an der Stirn. Okay. Moment. Finden wir wieder. Der war vielleicht? Okay. Pikachu. Ich kriege hier gleich einen Rappel, ey. Der? Nein. Man hat da schon den Mittelscheitel gesehen und hatte dann an der Stirn was, weißt du? Okay. Ich gehe durch. Okay. Boah, wir verpassen alles von Coffee with the Cops an den Vorbereitungen. Mann! Ich saß hier noch nie so lange mit jemandem, ich schwör's. Den kannst du mal favorisieren, bitte. Okay. Das ist die 52. Weil der ist auch hübsch.
Was ist mit ihr? Hallo, Naruno! Dann waren wir jetzt aber auch einmal durch. Okay, ab dann fällt aber die Frisur weg. Die sieht nicht aus. Gut, okay. Dann streiche ich die schon mal. Mhm. Wenn ihr gleich gar nichts nimmt, ne? Brauche ich einen Beruhigungstee. Kann mir einer von der tollwütigen Bratwurst einen Beruhigungstee nachholen? Bleiben, aber ein bisschen kräftiger vielleicht. Ja, wir können ja mal durchgucken von den Farben her. Mhm. So, wir hatten diese. Und diese. Ja, kannst du bei dieser die Favoritenübergänge machen? Ja, das war dieser. Mhm. Und dann waren noch zwei andere. Ja, das war einmal. Da war was weiter hinten. Einen Moment, ich muss mal durchblättern. Da, 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 da. So. Das wäre einmal der gewesen. Es ist genau das jetzt der, auf was so kräftig wie es geht. Oder eben dieser. Bei dem kannst du da vielleicht zwei vorgehen, also zurück. Das wäre dann so. Alle sehr pink und rot. Ja, das stimmt. Mann, nee. Gibt's da auch was mit so Lip Liner oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, da werden wir nichts fündig. Weil das ist mit dieser Einsträhne, weiß welches. Ja. Bei der ersten, da geht das sonst, dann fällt es ja nicht so auf, so, ne? Mhm. Aber mit den anderen fällt das auf, das steht, sieht dann so aus auf der linken Seite, als würde da ein Stück von der Strähne fehlen, weißt du? Ja, verstehe. Und da dachte ich, könnte man einen Übergang finden, damit das wenigstens so ein bisschen hübsch aussieht. Mhm. Ich jetzt nicht für sonst wäre es halt diese Frisur. Ja, dann müssen wir dann noch den Übergang kicken. Hat sie gerade kicken gesagt? Was ist das von den Farben her? Hm. Ja. Der dann vielleicht dazu? Mhm. Sonst gehe ich weiter. Ja. Und was denn damit? Mhm. Nee, okay. Doch, das gefällt mir. Ja. Und der vielleicht? Mit meinem Freund wahrscheinlich nachher noch, aber sonst. Ich habe schon gelesen, Coffee with the Cops. Da kann man sich mal überlegen. Oh, das ist immer so eine haarige Angelegenheit. Mhm. Naja, es muss ihnen ja auch gefallen, ne? Sie müssen sich ja damit wohlfühlen. Ah, der war kaputt. Du wachst dann vermutlich eine Woche nicht mehr auf. Ich geh fahren. Ich mach dann Urlaub am Strand. Ah! Ich glaube, ich will den Tee aber doch haben. Ah.
Ich hab noch nie hier so lange mit jemandem gesessen, noch nie. Ja, perfekt. Wir hatten jetzt zum Schluss bei den Favoritenübergängen die 54, glaube ich, ne? Die 52. Okay. Kann ich mal zeigen? Vielleicht mal nochmal die Frisuren. Das war diese. Ja. Yeah. Ja? Kann man eins zurück? Ja, das ist eins zurück. Aber Farbe will noch ich auch so lassen. Noch ein? Noch ein? Gab es die Frisuren schon immer in dem Katalog? Noch ein. Okay. Darf ich noch einmal sehen? Noch ein zurück? Nee, dann sieht es wieder doof auf. Wieder vor? Ja, das war das. Wie? Noch einmal? Ja. Ja, aber ich habe die noch nie gesehen. Das nee. Sieht schon schick aus. Ein noch ein vor. Ja, das ist zu kräftig. Noch ein vor. Ja. Dann wären wir wieder bei der. Das dann noch einmal vor. Einmal vor? Ja, okay. Bitte. Nee, dann ist es wieder oben an der Stirn so. Ja. Nochmal, glaube ich, zwei zurück. Eins, zwei zurück. Noch einmal. Noch einmal. Diese. Jetzt willst du ein. Müsstest du noch einmal vor. Ja, geht das ein bisschen heller und ganz kleines bisschen. Ich kann höchstens an der Haarfarbe rumspielen, nicht an der. Ja, das ist ja bei euch leider so, je nachdem wie die Frisur ausfällt, dann ja. Ist das ja heller oder dunkler. Und meine Haare sind ja eigentlich schwarz mit einem Touchbraun, ne? Mhm. Sag mal. Und das ist ja jetzt wieder braun so. Das ist zu hell, dann können wir mal da gucken. Ja, das ist es. Und jetzt müsste so ein ganz kleines bisschen Braunchen wieder rein. Dann ist wieder meine Haarfarbe perfekt, wie sie von Natura ist. Ja. Nee. Ich mach mal lieber mal einen Moment. Nein. Zu hell, zu hell, zu hell. So? Ein bisschen dunkler. Das wäre so. Ist das nicht blond? Oder ist das braun, was du da hast? Und das ist deine Originalfarbe mit einem Highlight halt jetzt. Hm. Okay, einmal die. Ja. Mhm. Will halt meine Naturhaarfarbe beibehalten, ja. Ne? Ja, verstehe ich. Ja. Ja, aber das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, weiß ich nicht, so als bisschen, Rom. Bisschen dunkler, ja. Noch. Dunkel. Der Highlight. So dann. Oder ganz raus. Das gefällt mir tatsächlich besser sogar. Was heißt ganz raus? Jetzt ist kein Highlight. Ja. Entschuldigung. Ich habe ja eigentlich schwarz mit so einem ganz kleinen Stichbraun. Ja. 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 Nur so ein. Also da würde ich so ein bisschen. Ansonsten so. Wirkt das aber nicht so hell? Doch, wenn das Licht hinten drauf scheint, schon. Aber es wird an der Haarfarbe liegen. Das ist,
das, was du gerade hattest, war schon gut. Das... So vielleicht? Nee, das ist ja jetzt aus wie Rabenschwarz. Okay, dann Rabenschwarz wäre eher das. Das... Die gefällt mir auch. Einmal noch zurück. Einmal noch zurück wäre das. Ja. Das wird das, was ist wir da hatten. Jetzt schon ein bisschen braun mit drinne? Also ich finde schon, aber es nimmt ja jeder an, bis von Lichtverhältnissen ein bisschen anders war, ne? Ja. Hm. Noch einmal ein bisschen. Mehr wäre dann so. Okay. Ja. Das kommt wieder meine Naturfarbe eher hin, ne? Mhm. Okay. Okay. Dann wäre ja im Grunde genommen jetzt der Zopf aufmachen, ne? Also bleibt es dabei. Ja. Sie fühlen sich wohl damit, ja? Ja. Gut, dann machen wir das doch so. Und ansonsten einfach wiederkommen, ne? Ja. Gut. Dann können Sie sich gerne einmal hinsetzen. Ja. Mach den Zopf einmal auf. Ich find's nicht schön, ganz ehrlich. Ich find's, das sieht scheiße aus, Leute. Aber sie muss das ja wissen, sie muss ja so rumlaufen. Ich glaube, das sind die, die sie auch haben. Und dann habe ich eine Frage. Das noch. Ist halt schon meine Lieblingsfrisur, ja, aber die habe ich halt irgendwie immer. Ich will was anderes. Ja, Lippenstifte gucken wir dann gleich. Okay. Können wir gerne machen. So, ich kann nochmal alles glatt und schön. So. Ich brauch den Beruhigungstee jetzt doch nicht mehr. Und dann hier Amma hat die etwas Schluck auf. Ich finde das nicht schön. Warum macht sie das? Ich habe jetzt wirklich versucht, mehrmals dran vorbeizureden, ne? Was sollte ich machen? Ja. So. Ich würde mir eben mal ein Stück Kuchen holen. Möchten Sie vielleicht auch ein Stück Kuchen? Ja. Erdbeer, Apfelkuchen, Blaubeerkuchen. Erdbeer. Ja, gute Entscheidung. Kuscheltoilette. Ja, natürlich. Ja, gerne. Einfach da vorne durch und dann ist da hinten die Toilette. Okay. Und was ist denn mit ihr? Also ich fände die mit den zwei Zöpfen nach hinten besser. Ja, ich auch, aber sie muss ja damit rumlaufen. Lass uns mit ihr bloß nicht diskutieren. Was ist mit ihr? Warum klingt sie so traurig? Ich möchte sie drücken. Geben wir ihr gleich einen Kuchen. Die Tür ein bisschen. Ja, so, dann kommst du mal mit. Das ist Mama Bär, ja. Unsere Mama Bär.
Toll, April ist natürlich schon fertig. So, dann machen wir nämlich. Übergang. Aber Spezialangebot. Feiertagspreis. Ah, okay. Feiertagspreis ist. Und stylen schon mal. Auch. Feiertagsangebot. Mit Karte bitte. So. Speichern wir schon mal. Ey, wenn die Dame, ne, jetzt noch 10 Jahre auf Toilette ist, dann. Keine Ahnung, dann ist das so. Bitteschön. Danke. Einen Moment. Kein Problem. Schönen Abend noch. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Wo ist Josie? Wer ist denn der Typ da? Ein Kunde mit. Ich glaube, dem haben wir sogar den Bart und die Haare gemacht. Kann sein, dass die Folge noch nicht online ist. Ich glaube, die sind beide vom PD. Sind das nicht die Stuarts sogar? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die doch alle nicht. Kapu, frag mich doch nicht so schwierig. Du müsstest das doch viel eher wissen als ich, Kapu. Du bist doch viel mehr im Stream von Fabi als ich. Ich würde dann auch gleich mal noch meinen Schnitt mal anpassen. Oha. Ach was, jetzt doch? Ja. Ja, macht ihr mal. Ist mir doch egal. Aber Liam, ich sag, wie es ist, Nägel machen können wir heute nicht, ne? Also, ja, genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Das, okay. Ja. Ja, es tut mir leid, ich weiß, dass du das magst. Schnitt auch noch, ja? Ja. Dann feiert okay, dann einmal auf den Stuhl. Jetzt ja, haben sie die Platzwahl. Die lässt uns jetzt ich ja echt versauern, warum? Was habe ich getan? Das ist gemein. Kannst einmal hier rumkommen, das ist einfacher. So. Und hier wäre einmal ein Stück Erdbeerkuchen. Und sie haben gar keine Hände frei. Moment. Ich gucke eben. Oh. Okay. Jetzt aber. Ja, dann. Dankeschön. Sehr gerne. Schmeckt sehr lecker. Gebe ich gerne an den Bäcker so weiter. So, jetzt
nur noch ein Lippenstift. Genau, da gucken wir jetzt noch. So. So. Der Leo Waldmann war mal hier mit jemandem, der hatte auch einen komplett scheiß Übergang. Das war so lustig. Oh, wie sieht's denn damit aus? Geht der heller? Ja, wir können da ein bisschen spielen tatsächlich. So, oder ein bisschen mehr? Ein bisschen heller noch. Hallo. Noch ein bisschen heller. Ja. So? Ja. Das ist schön. Sollen wir uns das erstmal merken und wir gucken noch weiter? Ja. Mhm. So, was ist das? Und mit... Sag mal, lass mich machen, kann ich gut. Sehr gut. So, wer von euch beiden will denn zuerst? Und dann gucken wir noch weiter. Ja. Okay. Also ich will nur auf und glatt. So. Okay, perfekt. Dann setzen Sie sich gerade ein bisschen einmal hin. Dann grüße ich gleich, ja? Teddy, du warst damit gemeint. Auf und glatt. Genau. Also ich setze mich mal hinsetzen. Ja, ich weiß, ja. Ich setze mich doch hin. Besser ist das. Ich muss mal ganz kurz hier was zuschließen. Ja. Ja. Auf die Seite und... Dann sind wir auch einmal durch. Das wäre dann einmal, wäre dann das? Nee, anders. Und. Einfach so ein bisschen vorne und der Rest nach einmal hinten. Linke Schulter. Der was? Nee, andere Seite. Der erste. Ja. Ja, gerne. Keine Ahnung, was du haben willst. Zusatz bleiben? Okay, machen wir. Ja, der hat aber auch schon. Ich mal in den Lippenstift die richtige Farbe. So. Genau. Ja. Einmal den Mund leicht öffnen. So. Einmal unten. Und einmal oben. So. Wie gefällt Ihnen das? Schön. Sehr gut, das freut mich. Ja, dann wären wir einmal fertig. Okay. Geschafft, dann mache ich einmal die Rechnung fertig. Schön. Und was ist denn mit ihm? Was kann man denn da machen? Wie teuer wird das? Einen Moment, ich rechne gerade mal alles zusammen und dann sage ich Ihnen. Wir haben aber allerdings eh heute Feiertagsangebote, da wird es auch was billiger. Okay. So, nochmal. Wir haben ja den Zopf aufgemacht und Lippenstift. Und den Übergang, genau. Mit dem Lippenstift dazu. Einen Moment. So, dann machen wir das noch einmal mit den Feiertagen. Aha. Yep. So, dann wären das zusammen $60. Möchten Sie bar bezahlen oder mit Karte? Ich gucke eben. $60 bitte mit Karte. Ja, sehr gerne. Gebe ich das mal eben ein. So. So. Dann bekomme ich von Ihnen $80. Möchten Sie bar bezahlen oder mit Karte? Okay. So. So. Bitte einmal mit grün bestätigen. Ja.
so vielen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich noch einen schönen Tag. Dankeschön. Und Dankeschön. Bis bald. Sehr, sehr gerne. Einen schönen Abend Dankeschön. Noch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Ihnen auch noch viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ich gehe kurz pinkeln. Ich will sterben. Warte kurz, wieso? Ich will sterben. Warum? Ich war eine Minute hier, da kam sie. Und sie hat einen Übergang nach dem anderen und hat jetzt den hässlichsten rausgesucht. Ich bin seit einer Stunde mit ihr beschäftigt. Boah, Alter, was ist denn los? Oh, warte. Oh, Mann. Ich gehe jetzt auch auf Toilette. Ja? Bis gleich. Oh mein Gott. Ja, warte mal ganz kurz. So, bis gleich. Oh, Wahnsinn. Ich will auch Kaffee. Bring mir Kaffee mit. Okay, geh jetzt raus. Buck mir hier. Was scheiße. Haben wir noch einen Abrechnungsschein? Hammer, krass. Mal gucken, ob wir den schon ausgefüllt hatten. Wann kommen denn die Tische? Um 20 Uhr, also gleich.
Warte mal kurz. Hallo, guten Tag. Ne? Warte. Oh, Leute. Wir machen das nie wieder, okay? Nein. Also vor allen Dingen nicht so kurzfristig. Sorry, aber ey, die haben. Wann haben die angerufen? Dienstag oder so? Montag. Oh, okay. Oi, nee. Also ganz ehrlich, das wussten die bestimmt nicht erst eine Woche vor. Paar Tage vorher. Ja, weiß ich nicht, wie die das Zeugs planen. Keine Ahnung. Sorry, das nächste Mal möchte ich das schon eher wissen. Wir waren bestimmt nur der Notnagel. Bestimmt hat jemand ich glaube auch. Oh, wie gemein. Und das finde ich so nicht geil, weil wir brauchen Zeit, um das alles zu planen. Leute, warum sind heute die Leute so anstrengend? Eine Stunde. Keine Ahnung. Das Ding ist, nachher oder die Hütte wird brennen, weil ich reingeschrieben habe, $10 auf alle Haarstylings jeglicher Art. Oh oh. Habe ich extra reingeschrieben. Außer auf Nägeln und Wimpern. Also bloß schon mal zur Vorwarnung. Oh oh. Ich muss jetzt mal ganz kurz erstmal noch schnell das Geld überweisen. Ach das. Oh, weil es wegen Hot Dogs, weil sonst haben wir nämlich einen Zonk bezogen heute. Na gute Idee, ich setze mich dabei auch mal hin. Komm zu mir, Mama Bär. Mhm. Aber genug Kakao haben wir. Ja, Kakao-Kops und Kaffee auch. Wir sind ein Dream-Team einfach, finde ich. Ich habe auch einen ganzen Rucksack voll mit Kaffee. Juhu. So. Tut mir leid, ich konnte noch keine SMS lesen. Alles gut, es war nichts Wichtiges und ich habe auch gesehen, dein Freund hat die Rippchen gefunden. Ach so, okay. Ich habe euch auf die Veranda nämlich eine Tasche gestellt. Oh, ist ja süß von dir. Ja, komm. Die waren ja, er hatte sich doch so gefreut. Oh, ach ja, deswegen haben die vergessen. Kommst du, warst du schon auf Toilette, Melina? Ja, war ich. Okay. Alles ist gut. Ich war so. Es kommen auch gleich die Lieferung mit dem Tisch. Wie war Tisch dein Tag noch gestern? Nice. Sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Ich würde los erstmal schnell das Geld nachweisen. Ja. Kopfschmerzen sind weg. Sehr gut. Ich hatte jetzt Halsschmerzen und Fieber und Schmerzen. Oh Mann. Oh Gott, Sophia. Ja. Ich gehe mich mal kurz einstempeln. Mach das. Was ist, wenn sie einen Post machen mit, die haben mich total verunstaltet. Überweisen wir das mal. Ah, ich habe ja Videobeweis, ne? Mhm. Mitarbeiteressen. Ja, stimmt. Man braucht die haben mir gerade erst die E-Mail geschickt, also ja. Alles gut. Aber, ach, ich muss auch noch, warte mal. Erstmal brauche ich die Kontonummer von Chibawas, ich Idiot. Mhm. Und? Ich müsste auch noch gleich das Geld für... Hast du mir einen Kaffee mitgemacht? Life and Raider überweisen. Auch wenn ich keinen Kaffee mag? So, dann nochmal Life and Raider. Was habe ich bezahlt, glaube ich, ja. Hi. Hallo. Hi. Danke, hallo. Ich gehe schon. Danke. Ich habe mir Pause verdient nach der Kundin. Ja. Alles gut. Und die klang so traurig. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die klingt immer traurig. Ja? Ist Begleitung. Ach so. Besuch? Ich habe Besuch gesagt. Dammit. Ach, hier ist eine Kontonummer. Ich wollte gerade sagen, wenn die keine Kontonummer mitschicken, ist das ein Problem. Hab nur mich, ne? Aber also ich bin einfach, bin einfach bloß so doof. Ich mag noch nicht mal Kaffee, aber... Ich glaube, heute brauchen wir Kaffee, ganz viel Kaffee. Ich glaube, YouTube kommt. Ich glaube, die Tische kommen, Lina. Wo stellen wir die okay. jetzt hin? Der Parkplatz ich ist keine Ahnung. Am besten, nee, nicht vor dem Parkplatz, am besten vor dem Laden, dann können die sich unterhalten und klar ja, machen. Also entweder... Hinter mir lang die Straßenkante. Wo ist denn Jutta? Ach, da.
Ja, irgendwo hier, ja, irgendwo hin. Nein, so. Guck mal, hier so. Weißt du, wo sie sonst immer parken, dann ist da gerade mal nicht zum Parken. Ja, korrekt. Dass wir aber noch einen Durchgang haben. Ja. Hi. Ganz viel Kakao gemacht. Wunderschön. Ja, die Stehtische und der eine normale Tisch, korrekt? Genau. Hey, Witzke, was heute so, los ich ist. Würde sagen, die Stehtische hier ja. Irgendwie. Milena hat gepustet, dass es billiger ist. So verteilt. Ja. Und den normalen Tisch. Mädels, wo stellen wir den normalen Tisch hin? Da, wo du stehst? Na, das ist mitten im Weg. Ja, ich meine neben der Palme, aber okay, sorry, sag nicht. Aber hier Richtung hier. Ah! Ja. Wie die Hallo, Mädels Alina! Sagen. Na? Die klären das schon. Okay, dann weißt du wieder zu tun hast. Ja, genau, ich weiß genau, wie ich du weißt. Du musst einfach einen von uns ansprechen. Die schaffen das schon. So, und wir machen einmal eben kurz das ganze Formelle. Ja, mit Karte bitte. Wie geht's Karte. Dir? Okay, dann werde ich jetzt einmal kurz. Weil ich muss mich echt zusammenreißen. Das war. Einen Moment. Na, wir haben wieder Hunger. Ja, ja. Da belaufen wir uns auf $575. Mhm. Für vier Pisse. Aufbau- und Abbaupauschale kommt noch drauf. Aha, okay. Gut. Ich sag Ihnen aber, das kann ich Ihnen so sagen, da Sie ja das Coffee with the Cops hier ausrichten, alle Kosten, die Sie dafür haben, können Sie dem PD mit in Rechnung geben. Na, bloß gut. Nur, dass Sie da Bescheid wissen. Ja, bloß gut. Aus der Haut gefallen. Ich fertig ab. Okay, nee, da weiß ich Bescheid. Ich bute irgendwas aber aus, aber eigentlich geht's mir ganz gut. Wie geht's dir? Alles klar, gut. Dann. Danke fürs Reinschauen. Vielen lieben Dank. Das ist nett. Freut mich sehr. Mhm. Geht, wird aber wieder. Okay. Man nee, fängt also an. Tatsächlich war das auch bei uns damals so, wo wir das ausgerichtet hatten. Die Damen, nochmal bitte für Leute, die Pech beim Denken haben. Wo sollen die Stehtische so, hin? Die Stehtische. Einmal hier so entlang. Hier so entlang? Die Straße, genau, einfach die Straße rauf, würde ich sagen, so den Gehweg. Hallo. Also, hallo. Können wir mal eben kurz aufsehen. Ja, würde ich sagen. Oder kriegt man den noch ein bisschen weiter? Naja, ein bisschen weiter ist auch doof, war. Nee, ich würde es lassen, oder? Oder es ist weil wegen dem Leben. Oder vielleicht. Hi. Ah, Gott, Sophia, sorry. Was ist hier los? Nee, hast du noch nicht. Machen wir. Ja, da steht eher selten einer. Aber nicht, dass du meinst, ich will ja nachstellen. Yes. Oh, hi. Hat alle kommen, weißt du, ich meine? Oder? Was ist denn los hier? Dann kriegen das Geld auch wieder zurück. Das sollte in der Regel kein Problem sein. Genau, der Mitarbeiter, der es gerade aufstellt, deswegen muss ich ihn das auch gerade nur aufstellen, weil ich morgen gerade Zeit nicht zu haben, das abzuholen. Er holt das dann morgen ab. Ah, okay. Er hat nicht die Zeit, das abzuholen. Ja, das so viele Menschen ließ. Ja, meine Güte. Ich bin überfordert jetzt schon. Den Dreh. Mit allem. Ja, also es Menschen. Wird wahrscheinlich auch schon weg sein, wenn sie da sind. Mm-mm. Alles klar. Gut, dann helfe ich ihm noch eben beim Tragen und dann sind wir auch schon gleich fertig. Okay. Hallo. Okay, dann kommen Sie einmal mit rein. Ist okay? Ja, überfordert leicht, aber okay. Ja, das glaube ich. Ganz viele Leute hier. Ein bisschen chaotisch. Aber warum jetzt schon? Ja, wie gesagt, weil du den Brust gemacht hast. Ja, war, glaube ich, keine so gute Idee. Hi. Es war keine so gute Idee, aber ja, gut. Egal, dann kommen jetzt alle, dann kann man nachher in Ruhe mit Kaffee trinken, weißt du? Haben wir uns dann auch verdient. Wenn dann keine Haare machen will, alles gut. Darf ich bei euch was zu trinken erschnüffeln? Na klar. Du kannst haben, was du möchtest. Kakao, Kaffee, Sprunk, E-Cola, Wasser, jegliche Art. Darf ich einen Sprunk haben, bitte? Ich hol die. Ja, okay. So, ich hab dir schon mal gleich die Stehtische mitgebracht. Schon eine Idee, was es sein soll? Lange, kurze Nägel. Ja. Portia, mag Portia. Portia hat mal angehalten und hat gefragt, Sophia, brauchst du ein Auto? Ist was, und was für eine süß. Farbe? Man, eine rosa.
meine, ja. Du wolltest wieder rosa haben. Ja, ne? Gucken wir. Gott, es tut mir so leid. Ja, drehen können wir ihn. Besser, glaube ich. Ja. Dankeschön. Sehr gerne doch. Städtische zurück. Oh Gott, ich bin voll froh, dass sie es macht. Wir schaffen das. Wir sind hier halt, ups. Können die den nicht anders, können die nicht andersrum aufstellen? Den stellen die um. Okay. Den stellen die gleich um. Okay. Weil Ezra hat auch schon gesagt, er ist mitten im Weg und ich habe jetzt auch gerade gesagt, das ist mitten im Weg. Wir brauchen ja auch Platz zum Durchkommen. Ja. Deswegen bin ich ganz froh, dass Ezra das mal. Ja, lass Ezra das mal regeln. Wollen die alle eine Frisur? Warum ist der jetzt von den Renegades? Ist das der Willi oder was weiß ich? Geocaching? Keine Ahnung. Keine Ahnung. War der nicht das letzte Mal bei uns, wo wir hier auf der Bank saßen? Ja, genau, den meine ich. Ja. Dann kam jemand von PD meine... und weg war ja. Husch! Richtig, das war irgendwie komisch. Husch, weg war. So. Ich soll Juna bei euch entschuldigen, weil sie leider sehr starke Kopfschmerzen hat und sich deswegen nochmal hinlegt. Okay, alles gut, alles gut. Dann. Sie würde gerne die Tage dann vorbeikommen, wenn jemand Zeit für sie hat. Das Problem ist, Josie ist ich vom nicht, ich zweiten... Nicht. Ich nicht. Vom weiß zweiten wer, das ist aber nichts sagen. Jetzt nicht da, wegen Termin. Ich kann aber gleich, wenn Josie mal rauskommt, mal nachfragen, ob sie eventuell dann ab dem 5. wieder einen Termin für Juna hat. Aber ich glaube, das müssen die beiden am besten selber besprechen. Ja. Weil nicht, dass ich jetzt einen Termin mache und dann kann Juna da nicht, dann kann Josie wieder nicht. Ach, keine Ahnung. Schwierig. Dieses hässliche hellblaue Auto da hinten, ne? Was ist damit? Ist das deins? Nein, das ist nicht von uns. Ich bin mit dem Fahrrad. Ich meine, das gehört Todd und Charlie. Keine Warte. Ahnung. Ja. Und jetzt? Jetzt warten wir. Ich überlegt hat, ob wir da vorne den Kuchen hinstellen. Wenn ja, die dann kommen. Und auf die Tische ein paar Getränke. Oder halbe, halbe? Die sind auch da, ey. Ich kotze denen ins Gesicht. Halbe, halbe. Nicht. Wir können ja dann nachfragen, ob noch jemand was will und immer mal was und immer mal wieder gucken. Ich habe eh noch Kaffee im... Ja, wir haben Erdbeerkuchen und Apfelkuchen gestern Abend noch schnell gemacht. Ich habe einen Erdbeer gemacht. Möchtest du ein Stück? Den hat Peng gemacht. Der kann das richtig, richtig gut. Ich habe Blaubeerkuchen gemacht. Ich habe Schokotörtchen mit flüssig. Guck mal, warum zumachen. Oh, mach das. Ja, super. Nicht sogar noch einen im Inventar? Doch, hab ich. Ich bin so ein Superbrain, ne? Du wolltest es gestern nicht. Also von jedem bisschen. Also nicht so exklusiv. Ey, Josie da? Ja, weil die ist gerade beschäftigt. Okay. Ey, Aya? Mhm. Rate mal, wer drin ist. Wer denn? Hessnon 1 und Hessnon 2. Charlie und Todd. Aya, ich Mama gerne, Aya! Ich schrei nicht so. Charlie und Todd. Und da kommt er. Kennt sich auf den Server gar nicht aus. Ich kenne auch nur okay. Doch, ich kenne Leute nicht oder so. Alles gut, das haben wir schon mal gekriegt. Ich habe nicht ihre Bestellung dabei. Nur so ein bisschen. Gleich. So halbe, ich würde es erst kurz vorher drauf machen, ne? Okay. Ja. Aber erst so gegen 21 Uhr. Okay. Weil vorher habe ich versprochen, eine halbe Stunde bei Coffee with the Cops dabei zu sein.
Oh Gott. Du willst bloß Kuchen abstauben. Auch? Es gibt Kuchen, ich will auch Kuchen. Wo ist Kuchen? Warte, bis die Zeit gekommen ist. Und? Jetzt geht sie rein und schnüffelt alles durch. Wie war der Kuchen? Der war sehr lecker. Gebe ich die Bäckermeister so weiter. Er war auch glücklich, oder? Dass er backen konnte. Ja, ist er immer dann. Und er wusstest du eigentlich, wieder? Dass Pain unser Lustobjekt mal war? Also nicht in dem Sinne. Ich bin gerade kurz an euch vorbeigelaufen und dachte mir so, the fuck. Wir haben ihn immer ein bisschen verlegen gemacht, indem wir gesagt haben, boah, PD34 hat ja schon einen geilen Arsch. Achso, ja, die Story kenne ich doch schon. Ich glaube, er hört das auch echt gerne, aber er gibt es nicht zu. Ja, er musste damals auch eine Nachricht an Rose weitergeben, noch als wir nicht zusammen waren, damit sie weiß, dass ich sie heiß finde. Oh. Er hat dazu beigetragen, dass wir zusammengekommen sind. Ja, das hat er gut gemacht. Wohin fährt sie? Ganz schnell weg. Oh, ich habe die Schokotörtchen gesehen von dir, Melina. Nachher nehme ich aber eins. Ja, alles gut. Ich habe von allem was gemacht. Ich liebe deine Schokotörtchen. Wollt ihr später auch kurz ins Deli kommen? Mal sehen. Ich gebe auch einen Absinth aus. Ein Absinth? Dann darf ich kein Fahrrad mehr fahren. Ich trinke so und so nicht. Mal sehen. Mal schauen. Momentan stehe ich ja gerade. Stehst du sonst schief? Ja, aber ich brüte irgendwas aus. Oh. Dann ist Absinth die beste Medizin. Okay, ich komme vorbei. So, wir fahren dann wieder. Ich hoffe, das passt soweit. Okay, ja, super. Aber vielen Dank. Gerne doch. So, und dann noch einen schönen Tag und viel Spaß. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Jo, tschüss. Wir hätten ihnen ein Törtchen geben können. Nein. Okay. Habe ich jetzt so bestimmt als Nicht-Mitglied der Speech Come Over? Sehr gut. Oh, ey, cool. Wir haben von Melody was beigebracht bekommen, das ist nicht mehr normal. Oh, von Melody? Oh. Ja, das Speech Come Over ist eigentlich ein Synonym für Bitch Come Over. Das sieht nach Melody. Das hört sich gut an. Das passt irgendwie. Oder? Ja. Krieg das heute noch hin. Ich krieg das heute noch hin. Einfach setzen. Einfach setzen. Na, April und Ezra kriegen neue Freunde. Hey, das waren jetzt 203. Milena, ich hole eben Boris, ja? Also. Ja. Ich war wieder da. Ja, gut, es war gerade ein Schenkelklopfer für Beinlose. Hi, April. Tschö, April. Toll. Boris kommt wieder. Sam Penn. Na, bravo. Das haben wir. Und jetzt überweise ich noch schnell live an Weder. Aber naja. April ist okay. Sophia mag Ezra nicht, weil Ezra ist doof.
Denke, auch was man so zwischendrin sagt, sollte man nicht zu ernst nehmen. Ja, also vorsichtig sein. Vielleicht wollen sie den nächsten Kaffeewitzel Kopf bei eurem Kopfhaus machen. So, das haben wir auch. Da bin ich wieder. Wir waren mit April wandern. Wir haben gar nicht so viel mit April zu tun. Hast du dich umgezogen? Daher? Ja. Warum? Weil ich kacke aussah. Sieht doch so kacke aus. Ja, hilft das uns hier nichts? Nein, das nicht, damit das sieht kacke aus. Ich glaube, sonst haben wir privat nie was mit April zu tun. Nein, ja, beim Barber. Jetzt Stress mit mir anfangen. Oh oh. Ding, ding, ding. Oh nein, Josie muss wieder Nägel machen. Das ist auch bricht einer von euch irgendwas? Ich stecke euch beide in Einzelzimmern und sperre euch da ein. Warum schreit sie jetzt schon wieder rum? Ja, nicht die ganze Zeit nur da rumtänzeln, auch mal zuschlagen, Mensch. Okay. Langweilig. Ich überlege echt nach Hause zu fahren. Das könnte jetzt aber nicht sein müssen hier. Nicht an der Straße. Autsch. Du kannst mal von drinnen noch. Achso. Ja, Kuchen was kann holen. Ich? Kuchen holen. Vielleicht Kuchen. Schon mit verteilen. Kuchen. Alles gut, die Frutti. Die Frisur meinst du? Vorsicht. Ja, der hat dich früher auch nicht gesehen. Kuchen holen. Möchtest du mir, Lena, helfen oder soll ich das machen? Können wir doch weiter, oder nicht? Ein bisschen Blut auf dem Bordstein vor eurem Laden. Ja, das kannst du wegwischen. Du brauchst nicht so zu lachen. Der leckere Kuchen. Die, also ich finde die Frisur, die steht da, aber... Ja. Oh, was, ist noch mal das ging ja schnell. Ich fange von der Seite an mit Kuchen, Leute. Ja. Oh, essen. So wird das nix, ne? Warte. Wir machen das so. Kann ich den besser verteilen? So. Was ist mit euch? Ich sehe schon, in dem Kuchen war Special-Zeug drin, oder? Hä, den hat der hingemacht, da kann gar kein Special drin sein. Ah, da! Das sag ich ihm. Ezra, kannst du mal noch einen Kakao von drin holen? Also nicht alles. Ich hab gerade die Hände voll mit den Schokotörtchen. Achso, okay, ups. Entschuldigung. Ich muss sie im... Oh nein. Okay. Ich bring dir gleich Kakao, okay? Sache. Ja, ja, immer wieder... Lass mir aber bitte noch Platz wegen... Da ist sie Kakao alles da. Auf. Nein. Lass sie schmecken. Ich hoffe, es schmeckt. Hast du sehr gut gemacht. Das ist toll. Das war die falsche Ablage. Ja. Der Mund war nicht als Ablage gedacht. Aber Schokotörtchen. Nein. Oh, aber Schokotörtchen. Aber nein, ich wollte den Kaffee nicht trinken. Ah ja. So kann man die Sachen auch loswerden, ne? Ja. Das ist nicht die Ablage. Ach scheiße. Was? Ich glaube, du musst dir deinen Kakao gleich selber holen, weil ich gleich noch Haare machen muss. Ja, okay. Ich hol Kakao sonst. Ja, ich hole auch Kakao. Wenn ich die Muffins, sag ich schon, Törtchen abgestellt habe.
Bester Kuchen auf der Welt. Sophia und ich machen hier draußen, ihr macht drinnen irgendwie. Ja. Adema. Naja. Nach der Kundin habe ich mir 3 Tage frei verdient. Ja. Okay, ist vielleicht übertrieben. Ja. Weißt du eigentlich, Sophia wollte eigentlich nicht noch Bella kommen? Wer? Bin drinnen. Eigentlich? Ich warte schon seit Tagen auf Bella. Bella. Sie hat mir letztens geschrieben, von wegen, also sie ist ja krank jetzt irgendwie. Mhm. Und dann meint sie so, sie versucht aber am nächsten Tag nach der Grillparty zu uns zu kommen, sich die Haare machen. Ich habe vergeblich gewartet. Vergeblich, ja, okay. Das hat Josie aber jetzt auch gehabt mit Kunden, ne? Ja, das ist aber irgendwie immer so bei Josie mit den Nagelterminen. Das verstehe ich nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Hat blöd, ja, genau. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Du hast aber einen schönen Blaubeerkuchen gemacht. Ja. Ganz normal nach Rezept. Ja, das sieht perfekt aus. Ja, danke schön. Ach ja, das war ja. So. Mach ich 3 rein, Kaffee? Hab mal ein bisschen. Wie du magst. Komm. Ja. Frag mich, warum Ezra mittendrin mit dem Kuchen angefangen hat, aber okay. Oh nein. Du hast aber einen leckeren blauen Kuchen gemacht. Du wolltest mal testen, ne? Ah, unbedingt. Ja. Ja, ich sag's dir. Ich bin durch, alles nicht so einfach. Mhm, kann ich verstehen. Ist wie die Sache mit dem Steak gestern. Nein! Schmeckt's? Ich sag's dir, ich geh gleich ab wie ein Zäpfchen nach 2000 Kaffee. Oh mein Gott! Ich glaube, ich lauf nachher nach Hause, ich brauch kein Auto mehr. Milena, wo ist dein Auto? Welches Auto? Genau. Hui, weg war sie. Ich laufe nach Hause. Juhu! So. 4 Tassen habe ich noch. Mhm. Wenn ich jetzt noch 3 trinke, dann nicht mehr. Aber es passt perfekt, nachdem ich 2 getrunken habe. Sehr gut. Werde ich alles essen. Alles meins. Nein, nicht alles. Die Cops brauchen nichts. Es geht doch nicht um die Cops, sondern um die Leute, die vorbeikommen, du Nasenbär. Brauchen auch nix. Und der Apfelstrudel. Ich zieh deine Schwester ab. Was? So. Also $100, ja? Oh, ja. Milena? Kannst du deiner Schwester bitte die Zigaretten geben? Okay. Ihr seid ja wild. Bitteschön. Dankeschön. Deine Schwester hat die anderen 3. Ah, perfekt. Dann soll er viel Spaß damit haben. Okay, sag ich ihm. Ich arbeite an Zigaretten, wo Blubberblasen rauskommen. Ich hab schon wieder Bauchweh zu verlachen. Weißt du was, Kavo? Und das ist doch die Hauptsache. Aber ich versuch, das freut mich wirklich. Das stimmt. Guck heute schon den ganzen Tag, du grimmig. Wer guckt grimmig? Ich. Oh, ich muss noch einen Abrechnungsschein reinmachen. Portia, deine Geliebte ist da. Oh, ich mag Portia auch. Die ist so super cool, würde Melody sagen. Ich möchte auch wieder. Alles weg. Ich möchte auch wieder öfters gerne livestreamen, tatsächlich. Ich habe das jetzt immer so weggelassen, weil es ist halt echt langweilig, wenn so gar keiner am Barber vorbeikommt. Aber dann fange ich einfach, Hey, Boris! Hallo! Hallo! Kann ich meinen Rucksack einfach da unter den Tisch legen? Hallo! Ja, wunderbar. Oh, hoppala.
Ups, ich habe gerade eine Tasse runtergeschmissen. Oh nein! Passiert! Ach, was ich hole gleich den Besen. Alles gut. Manu. Kein Stress. Der gute Kaffee. Das schaut wunderbar aus, auch wenn da jetzt eine Tasse kaputt ist. Wird keinem auffallen. Na, hoffentlich. Bin mir ziemlich sicher. Ach, heute heißt es übrigens Kakao-Würfte-Kops. Kakao-Würfte-Kops, oder bin ich sogar damit? Ich liebe ja, Kakao. Wir haben aus Versehen ein bisschen zu viel Kakao gekocht. Entschuldigung, ich war mit Schuld. Du, das ist, ich sag mal so, das ist überhaupt kein Problem. Ich liebe Kakao, also ich sehr schön. Mich. Ab der vierten Reihe beginnt Kakao. Ei rein Kaffee. Und mal sehen, wie viele Kakao rein. Ja, wunderbar. Aber schaut sehr köstlich aus. Super. Wir haben uns auch größte Mühe gegeben. Ja, das sieht man auch. Nur das Beste. Am Ende könnt ihr mir dann ruhig die Rechnung an die pcr@pd.gov schicken dann. Ja. Mach ich. Wunderbar. Was hast du geklaut? Hast du Kuchen geklaut? Hast du Törtchen geklaut? Du hast Törtchen geklaut, oder? Was für ein Törtchen? Nein, hast Törtchen. Ich hab nichts geklaut. Ja, komm, du hast doch Törtchen geklaut. Ich hab wirklich nichts geklaut. Wieso steht da denn Shop drauf? Aber ist es wahrscheinlich die Marke. Kann man die auch, ja, vielleicht noch diese. Mal Boris, geh auf Seite. Was hast du zu deiner Aussage zu sagen? Zu welcher Aussage? Nichts. Wer muss eine Aussage die machen? Die Dame. Du! Was denn? Ich habe hier gar nichts geklaut. Guck, ist alles noch da. Wo sind denn die ganzen Schokotörtchen? Ich habe keine gegessen. Aha. Ich das mag ja kein Schokotörtchen so gerne, weil ich lieber Erdbeer mag. Das so. Ja? Du stehst sehr nah verdächtig an dem Erdbeerkuchen. Verpasst aber nicht auf, wo es jetzt klaut. Im Kühlschrank, aber ist okay. Boris hat gestern einfach eine Katze gegessen, hatte. Einfach aufgegessen. Eine Katze? Der hat die nur leicht Katze geknappt. Gegessen. Er hat die nur leicht geknappt, aber wir sagen jetzt, Boris ist ein Mörder, der hat eine Katze gegessen. Ja. Hast du fein gemacht. Hier noch drei Kakao hin. Ich bin sehr enttäuscht. Rose, ich habe gestern das letzte Mal einer Katze eine Chance gegeben, ja? Ja. Es war ein Dämon. Du warst ein Dämon? Was ist denn passiert? Ja, die hat so richtig tief geknurrt. So, und dann hat die voll gefaucht und so. Katze hat geknurrt? Ja, so richtig, richtig tief. Sicher, dass es eine Katze war? Ja, das war eine Katze. Die war von einem Dämon besessen, wirklich. Von einem Dämon? Kann auch vielleicht ein Waschbär gewesen sein. Wir können dann immer mal gucken, oder ich kann dann immer mal gucken und noch ein bisschen, wollte die meinen Hund angreifen und der hat sich halt gewehrt. Und dann kann ich ja immer mal noch nachfüllen und neuen Kaffee machen oder so. Und jetzt hat die Katze in Kürzung gezogen, oder wie? Das denke ich, also die ist dann nicht mehr so. Oh, ist noch Kuchen drin? Er hat sie ja nicht kaputt gebissen, er hat nur einmal geknappt. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Er hat nur einmal gesagt, so, ey, das gefällt mir nicht. Ich bin stolz auf dich. Soll ich auch noch was mit... Nö, ich muss nur noch die restlichen Muffins und dann... Die ganze Zeit doch schon da, oder? Ja. Weiß ich auch nicht. Hallo. Hallo. Wir sind Hallo. Ein super Team. Hallöchen. Hi. Sieht so wenig aus. Sonst geh noch mal gucken, oder? Aya hat doch was geklaut. Die ganze Zeit schon auch schon da. Hallo. Hallo. Sieht alles so wenig aus. Bei dir mein Vorsicht bitte. Ja. Tag. Ja, hallo. Ach, guten Tag. Ja, guten Tag, die Dame. Ja, guten Tag. Der Herr, alles gut? Ja, alles super. Kuchen, Muffins, Törtchen, Kakao oder Kaffee vielleicht? Der Erdbeerkuchen ist am besten. Ich habe gehört, der Apfelkuchen ist so einer der besten Köche in ganz Los Santos gemacht. Ja, haben. Das stimmt wohl. Meisterbäcker. Meisterbäcker? Das ist eigentlich dreist, wenn ich jetzt meinen eigenen Kuchen esse.
Und Portia mag deinen Erdbeerkuchen sehr, 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 sehr gerne. Aber verstehe ich. Oh, das ist das Schönste. Und wie geht's dir? Super gut. Das ist doch schön. Warte mal. Klaue ich mir noch ein Kaffee. Erdbeer, Apfel. Ja. Blaubeere. Ja. Muffins, Muffins, Schoko Churchill. Okay, passt. Doch alles da. Ja. Mhm. Und Melinda, wie geht's dir? Ja, super. Perfekt. Das schade, dass ich gestern nicht beim Kuchenbacken gesehen habe, ne? Ja, Ja, aber hast du auch schon auf Bieter gesehen. Wir hatten dann noch einen schönen Abend gehabt. Das ist gut, das ist gut. Es tut mir so furchtbar leid. Ach, alles gut. Alles gut. Ich wollte doch nur Eier kaufen noch. Mensch, wolltest du Eier kaufen und dann ist alles versorgt. Nein, alles gut. es war übrigens Butter, wollte ich kaufen. Oh ja, Butter ist auch gut. Ja, hatte ich dabei. Habe ich dann wohl wieder mitgenommen. Sorry. Soll ich auf die Einkaufsliste nach der Arbeit auch noch Butter schreiben? Ja, vielleicht ein Paket, zwei Pakete. Ich wollte. Dann machen wir morgen ein paar Decken Rühreier zum Frühstück. Oh ja. Oh. Da bin ich dabei. Hi. Hallihallo. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Immer mehr Platz. Immer greif zu, alles da. Ich möchte nur Kakao. Ja, Boris, auch zugreifen. Das ist erstmal die vierte Reihe. Ist der oder was anderes. Wunderbar. Ich glaube, Boris möchte auch zugreifen. Hallo, Boris. Dann aber nichts vom Tisch. April? Und schöne Törtchen. Hi. April, ich glaube, Boris möchte auch zugreifen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe gehört, jetzt darf ich wie ein Ventilator, wie so ein Staubsauger aufsaugen. Hau rein, ja. Je mehr weg ist, desto weniger müssen wir nachher wegräumen. Ich will Kaffee, auch perfekt. Das ist doch eine schöne Sache. Ja. Da sehe ich mich. Passt doch alles. Literweise. Und wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Kunden auf einmal wie heute. Wirklich? Ja. Das ist der richtige Rush-Hour hier, freu mich. Ja, es war eben noch viel, 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 viel mehr los. Ja, wird gleich bestimmt auch noch. Was ist mit ihr? Muss ich Angst haben, oder? Ich bin noch mal kurz zu einem Kollegen. Ich bin gleich wieder da. Na du? Na, wie geht's dir? Ganz gut, und dir? Ja, so wie immer halt, ne? Ja. Okay. Was macht denn schöner Vorgarten? Oh, der ist soweit fertig. Ja, cool. Ich hab's eigentlich geschafft. Yippie! Das Urlaub, da hab ich's eigentlich geschafft. Seitdem auch ganz, ganz viele Besucher immer vor Ort. Ich freue mich immer. Ja, sehr schön. Hört sich doch gut an. Relativ. Sollen wir uns zur Runde gesellen? Oh ja, können wir. Einfach nicht stressen lassen, das ist weil wichtig. Da wollte ich mich hinstellen, Boris. Ja. Sophia? Ja? Ist mit Milena alles in Ordnung? Ich glaube, es ist einfach nur, weil wieder so viel los und gestresst. Okay, weil als ich sie umarmen wollte, ist sie, ja, keine Ahnung. Guck, er hat sie geschüttet! Aber okay. Boris! Ja, wie er sich jetzt mit der Mail versteckt. Gestern, ich dachte so, ich habe einen Beschützer an meiner Seite. Es kommt diese Dämonenkatze, was macht er? Er rennt weg und versteckt sich hinter der Mauer. Oh, April. Und da. Wirklich? Ja, so richtig. Und Darling, wie war dein Tag heute? Mhm, super. Es freut mich.
hat ja super geklappt. Oh je. Ich hol mein Hütte. Wieso sitzt Boris jetzt eigentlich dort hinten so verlassen und einsam und... Ich glaube, er guckt sich alles aus sicherer Entfernung einfach nur an. Was habt ihr mit Boris angestellt? Also ich gar nichts. Boris, was los? Aber ich hab hier Leckerchen. Gib mir jetzt mit deiner Pfote, gib mir die mal hoch. Und nimm mal die Hand. Und dann kriegst du das Leckerchen. Das ist Pfötchen. Wenn ich es sage, dann musst du mir die geben. Ja, Boris? Ich bin am Üben, ne? Ich hab ja gesagt, ich hab schon Nintendo gespielt. Ich hab voll drauf wieder. Hast du gerade gesagt, du hast Nintendox gespielt? Ja. Ist das die Vorbereitung, um einen Hund anzuschauen? Ja, genau. Deswegen weiß ich, erst das Fittchen, dann kriegt der ein Leckerchen. Ja. Mhm. Okay, ich leg jetzt wieder hier hin. So, mhm. Boris, Fötchen. Fötchen? Wo bleibt eigentlich diese blinkende Birne? Ja, das bei Nintendo! So! Das ist verstanden. Ich kann gerade sagen, dass ich ihn liebe. Ach, mein Schatz, ach, du bist so süß, wirklich. Du bist gegen das System. Du bist wie ich. Und ein Magnet. Ach ja. Ich mag Sam. Ja. Nee, du bist genauso gegen das System wie ich. Ja. Nein. Oh, was? Mhm. Oh, verzeihung. Das war wieder die Luft, die aus meinem Gehirn gekommen ist. Du hast ein Gehirn? Für den Erdbeerteil. Ja. Der ist erdbeerig kräftig gut. Was ist? Der Was ist? Ich hab nichts getan. Ja, ich würde den Erdbeerkuchen auch gut. Ja, der ist auch gut. Ich kann den Kakao sehr empfehlen. Also ich habe den Kuchen nicht gebacken, ich glaub, das kann ich glaube ich essen. Ich habe beim Kuchen geholfen. Ich will vielleicht aus dem Kreis lassen. Kann man das als Hilfe ansehen, wenn ich dabei stand? Ja, doch, klar, natürlich. Und so ich habe geholfen. Moralischer Ansporn. Ich habe dann auch geholfen. Was ist denn? Was ist sie? Wer ist sie? Kennt jemand diese Dame da? Warum ist sie so traurig und warum sitzt sie da alleine? Ich hab das Mehl gehalten. Ich gehöre jetzt nicht zu diesen sozialen Menschen, die sagen können, komm dazu. Kann auch mal hier jemand anders machen? Da bin ich viel zu schlecht. Ja, wir können ja dieses Ente ganz spielen. Hatte ich dich so. Ach, komm. Weil ist ja auch eine Ente auf unserem Schild. Ja, richtig. Ich hab eh grad so ein Schild im Gesicht, ich mach mal einen Schritt zur Seite. Wie macht man das wie Ralph mit dem Ente, 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 die niemals endende Ente? Die auf die Nase zuhauen, wenn die niemals endende Ente. Mhm. Ja, ich auch nicht. Nein, wir müssen hier, niemand muss sich hier. Habt ihr es immer noch nicht geregelt bekommen? Ihr beiden. Gibt andere Lösungen für sowas. Wir müssen das Schild, glaube ich, abmontieren. Ich bin immer noch für die Namensänderung in Boris, aber... Aber Milena hat gesagt, nein. Wenn dann Sam Boris Barber. Sam Boris. Ah, wegen dem anderen Hund, ja. Also da bestehe ich aber drauf. Aber Beachcom passt ja auch. Ich finde, ihr seid ja direkt am Strand. Das stimmt. Ich mein, dann aber dann hätten wir BB. Komischer Kreis. Hey, immerhin. Das wäre ja langweilig. Ja. Siehst du? In das Beach- und Hundefrisse. Aber was? Auch schon überlegt. Was, Melina ist Hundefriseur? Achso. Es gibt bestimmt Nachfrage dafür. Ich klau gar nicht alle Tassen hier. Gar nicht, nein. Das sieht nur so aus, ja. Schuppi. Nicht den Tisch. Nicht den Tisch. Muffin? Nein. Zuckertörtchen, ja. Oh ja. Aber es werden irgendwie immer mehr Hunde. Ja. Das sieht ultra gut aus.
Ich habe einen Übergang noch mit reingemacht, so ein bisschen. Ich sehe, es oben ist dunkler als unten, ne? Nein. Nein? Oh Gott. Hast du gestern mal einen Friseur gegessen, Jara? Nein, heute. Jara, wir haben einen Namen! Ja, ich hab's mir irgendwie, ich hab's mir auch schon irgendwie gedacht. Aber ich komm, jetzt seh und mach es besser, ja? Wir haben uns ja gestern bloß ganz kurz gesehen. Jetzt schießen wir gerade mega Boris aus. Genau, lass aber Boris wieder in der Mitte. Genau. Ich glaube, wenn er will, dann setze ich sie ja schon dazu. Oder er rennt weg. Ach, alles wie immer. Er liebt Büsche. Na, welcher Hund tut das nicht? Welchen Hund? Ich würde Büsche nicht mögen. Aber ich habe auch eine Phobie gegen Zecken und andere Insektenviecher. Ja, ich hätte es aber als Hund nicht. Ja, genau. Ich glaube doch. Oh Mann. Ja, wir müssen tatsächlich dann mal los, aber war trotzdem schön, kurz hier zu sein. Danke fürs Vorbeischauen. Oh. Jetzt schon. Bis einen schönen Abend noch zusammen. Einen schönen Abend noch. Lasst euch gehen. Euch auch. Okay. Tschüss. Und hallo, Roman. Und den Apfelkuchen. Hallo, den Roman. Mein Sommer, mein... Nein. Hallo. Ach, riechst doch Erdbeer. Verzweifelt nur gerade, aber sonst riechst doch Erdbeerkuchen. Warum? Okay, geht's mit dem Tisch voran? Auf den Tisch einfach. Aktuell kein DJ. Ein DJ? Nee. Was denn mit dieser DJ? Wenn mein PC das ruckelfrei schafft, ja, aber bei GTA immer Ruckelparty. Oh. Auch wenn du alles auf niedrig stellst, ich hab's auf niedrig gestellt. Wenn ihr euch zusammentun würdet, dann wärt ihr Vanille-Erdbeerkuchen. Mein Kollege nicht Bescheid gesagt. Warte, komm ich nicht zur Seite. Ich hoffe, bist du Cops jetzt schon vorbei? Nee, nur weil die Cops weg sind, kann man doch trotzdem noch reinhauen. Hey, ich Entschuldigung! Nein, nein. Nein, nein. Ihr fallt damit halt nicht so auf mit eurem Outfit. Ach, das Outfit. Ist ein Korb. Ah, ja. Das PCCR ist jetzt nicht gerade alles sagen. Okay, Entschuldigung. PCCR. Aber vorne, ja gut, meine Haare verdecken, glaube ich, gerade so ein bisschen die Marke, ne? Ja, das ist das Problem. Das kann gut sein. Aber dafür an den Ärmeln. Moment. Das ist die Flagge. Oh nee, das ist die falsche Richtung. Verdammt. Ja. Aber sag mal, bei der Hitze müsst ihr da diese Jacken anziehen? Ich dachte, wir drehen uns mal ein bisschen. Nein, noch niedriger als niedrig geht? Ja, okay. Also auch das tut mir leid, Kappen. Also wir haben ja die T-Shirts oder wir haben auch die Pullis. Also Sergeant hat zum Beispiel auch so eine Jacke an, wie man da sieht. Was wärst du dann, wenn du im GTA drin wärst? Ja, also wärst du Crime, wärst du PD-MD oder normaler Zivi? Das ist eigentlich ein ganz dünner Stoff, wirklich. Ganz, ganz ich bin da. Ich bin ja dafür, dass er macht das auch mit den Tassen, dass die Cops mit Bikini rumlaufen, auch die Männer. Dafür bin ich überhaupt nicht. Das ist nur im Privaten, okay. Oh mein Gott, das wird nicht so lustig. Nein. Er schafft das noch. Oh, schön. Er macht gerade alles durcheinander, glaube ich. Doch, der Anblick in meinem Kopf ist... Ich denke, das wäre auch moralisch ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich denke auch. Ja. Aber so ein T-Shirt, gerade bei dieser Hitze. Da gibt es ja recht. Also normalerweise tragen wir ja auch T-Shirts. Okay. Also ich glaube, ich habe schon gesehen mit einem Polohemd, glaube ich. Ja, es gibt bei der Law Enforcement auch ein Hemd. Aber das Polohemd. Ich bin immer froh, wenn ich Leute sehe und nicht alleine so ein Tulip bin, weißt du? Doch nur. 35 Grad, es geht ja doch, es geht doch. Nee, also T-Shirt ist auch, das hält sich ja fast sein, dass hier Schatten ist. Ja. Ich muss mal kurz meine Lederjacke ausziehen, das kennst du gleich ein Spiegelei auf mir braten. Aber ich bin fast den ganzen Sommer mit dieser Jacke rumgelaufen, heißt, dann kann ich das jetzt auch. Und sie schaut halt ein bisschen förmlicher aus als so ein T-Shirt. Okay. Natürlich sieht so ein Hoodie auch förmlich aus. Hust. Genau deswegen. Ja, deswegen nehmen wir dich auch nicht wirklich als Polizist wahr. Oh, das ist jetzt aber gemein. Das war jetzt wirklich gemein. Ich kann nur sagen, sie jetzt musst ist du dich entschuldigen. Ausgebildet und ausgerüstet wie jeder andere Officer. Und genauso fähig.
Also, das tue ich ja nicht bezweifeln. Und es ist ja auch Absicht, dass wir uns ein bisschen abkapseln von der PCC, damit wir auch ein bisschen anders wirken. Geld sparen und aufrüsten, würde ich sagen. Wenn man aussieht, wie wenn man in den Krieg zieht. Habt ihr nicht normalerweise immer so einen Atomstoffgürtel an oder so? Atomstoff? Ja, das ist halt immer so viel Schnickschnack. Also, ich kann Ihnen sagen, das ist kein Atomstoff. Das war mir schon klar. Einfach nur ein ganz normaler Ausrüstungsgürtel. Achso, Apple? Genau, ein ganz normaler Waffengürtel. Sieht nur immer so aus, als wäre da so jegliche Waffe dran. Ein Waffengürtel. Ja, natürlich sind wir es zum Zeigen auch bewaffnet. Ja. Ich bin so ein Mensch, ich glaube, mir würde ständig die Hose runterrutschen. Mama Bär, alles gut? Alles gut? Ja, ich hole mir schnell den Frisbee für April, weil anscheinend wollen sie jetzt Frisbee spielen. Hast du Streit mit Josie? Nein, wieso? Weißt du noch, als du gesagt hast, ich habe mich weggesetzt von der Bank und dann warst du traurig? Ja, ich habe sie gerade stehen lassen, aber sorry, ich habe heute auch ein bisschen viel im Kopf. Ich weiß. Bin momentan auch nicht so gut drauf, weil... Okay. Wegen Eier. Oh, das tut mir leid. Alles gut. Für sie ist alles okay, für mich nicht. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ja, das glaube ich. Was illegal ist? Nix, nix Illegales. Warum denn? Ich hab ein bisschen nach Hause. Ich hab was ein bisschen da? Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Aua. Oh. Oh. Gute Besserung. Dann, gute Besserung. Gute Besserung. Ich fühle mich so ein bisschen schlapp, so ein bisschen müde und so. Aber alles okay, okay sonst, ne? Ja. Liara. Ja. Müssen Sie blättern. Ich finde sie interessant. Dann gute Besserung. Ja. Ja. Gute Besserung. Danke schon. Ja, komm mal her. Nach Hause. Bis später. Ich will ihre Story wissen. Ich bin später auf jeden Fall wieder wach. Oh, dann bin ich wahrscheinlich aber schon im Bett wahrscheinlich. Ja. Ich will ihre Story wissen. Wie, du hast gesagt, du bist heute länger da. Ja. Ich bin länger als 9 da, ja. Also halb 10. Okay, bis dann. So, bis dann, Jara, ciao. Bis dann. Oh, da muss jemand Eier ziehen. Ja. Roman. Stocken, ja. Unbedingt. Spricht man dich eigentlich Roman oder Roman aus? Roman. Ich glaube, ich werde heute nicht im Deli arbeiten, sondern einfach nur Gast sein. Ich sag mir die ganze Zeit Roman. Da müssen wir anstoßen. Ist das okay? Worauf? Das ist weiß ich nicht. Portia hat gesagt, ich brauche Medizin. Ich reagiere auf beides. Okay. Am Samstag, das ist ein ganzen Tag dann, oder? Was meinst du? Ja, am Samstag ist doch das Fest dann doch auch. Geburtstag. Oder? 20 Uhr, oder nicht? Meinst du jetzt unsere Doppelkreuz oder wie? Nein! Ja, ich meine halt generell, ob das halt dann den ganzen Tag. Ja, die Party ist halt ab 20 Uhr. Oder so. Die Party ist ab 20 Uhr. Ja, und tagsüber gibt es dann irgendwie Doppelcoins oder Dreifachcoins. Ja, yeah, das ist geplant. Hä? Das ist geplant, ja. Ja, okay. Coins bei 365, was 365 Tage sind. Oh, wow. Ja, das würde sich rentieren. Also da hätte man die Millionen Coins schon relativ schnell zusammen, oder? Definitiv. Gleich geht Sophia ab wie Schmitz Katze. Wenn noch einer von denen vorbeifährt, gebe ich ihm Bier. Erstmal spare ich für ein neues TÜV. Naja, gut, da ist noch eine Ausfahrt wahrscheinlich. Ja, ich meine, mir kommt der Rewe-Mann. Ja, da ist auch noch einer. Entschuldigung. Oh, da kommt noch einer. Ja, da kommen sogar noch mehr. Gott. Da werden jetzt alle kommen. Wieso? Warum? Was passiert? Kommt alle ins Deli. Ich habe euch ein Bier versprochen. Echt? Den Renegades? Nein, euch. Achso. Hier den Leuten in der Runde. Ups, ich schon. Also ich fand Will ganz nett. Ja, Will war nett. Allgemein, die Renegades sind eigentlich ganz nett.
bin gleich wieder da. Will macht Geocachen auf willische Art. Kann ich gut. Was? Ja, er holt eine Kiste Bier und hat dann Geocaching gemacht. Stimmt, genau. Ich fand das richtig gut. Ja. Vermiss ein bisschen. Melody kommt. Ich hab nichts gesagt. Komm mal wieder rein zu. So, Ja. Komm mal wieder rein. Ja. Komm mal wieder rein. Ach ja. Ich bin mal gespannt, weil ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr zur Veröffentlichung von den Geocachen, da war das noch alles in der Schwebe. Da bin ich zwar mit der Craftbar schon da gewesen, aber es war noch sehr unklar. Also, die alte Besitzerin war immer noch verschwunden. Mhm. Und dann am Labor Day habe ich bekannt gegeben, dass ich die Bar übernommen habe. Also irgendwo dazwischen muss ich das dann übernommen haben. Also ist jetzt dann auch alles ein Jahr schon wieder her, das glaubt man fast gar nicht. Ja, ey. Ja. Wie schnell die Zeit verfliegt. Wow. War ich erst gerade frisch bei MD. Hallo, guten Abend. Hi. Melody ist da. Hallo, ja. Ich Melody. Bin zu spät, es tut mir leid. Du und Sam nein, und Jules ist ja beim FD gewesen. Ja. Alles ist gut. Kann ich mich auch noch dran erinnern? Da vorne am Tisch. Ja, ich habe erst Tim wieder eine Affäre an dich. Hinter Portia. Ja. Oh, hier, Kaffee. Hallo, ich bin Portia. Jetzt hat er es gefunden. Ja, die ersten Sachen, die stehen ja schon von für Samstag da. Mhm. So, ich verpiesel mich jetzt. Tschüss. Ich muss auch. Tschüss. Obwohl, ich muss doch gar nicht mit. Ich gar nicht erkannt. Ja, geil, ne? Ich arbeite ja heute. Ich sehe jetzt aus wie ein Rockstar. Das stimmt. Wollrasen. Nein, der ist schwer zu grün. Wenn ihr heute einen Anruf bekommt, dass im Deli jemand zusammengeschlagen wurde, dann war ich das nicht. Ja, ich hoffe, dass niemand zusammengeschlagen wird. Okay. Das glaubst du doch nicht wirklich. Mindestens gegen ich werde so zusammengeschlagen. Ja, gegen Gewalt, absolut. Ich gehe schon mal ins Deli. Bis später. Irgendwer muss die Frau ja fördern. Miss Spencer, wissen Sie denn, ob von der PCC oder allgemein jemand vom PD dann am Samstag da ab und zu vorbeischaut? Also ich würde wahrscheinlich dann schon vorbeischauen. Oh, das ist super. Ich kann jetzt um 19 Uhr wahrscheinlich aber erst in Dienst kommen. Ja, vor 20 Uhr beginnt das ja ganz da. Ja gut, dann überhaupt kein Problem. Also 20 Uhr starten wir das, die Aktion selbst starten ab 20:30 und dann Open. So ist aktuell Plan. Ja, aber dann werde ich auf jeden Fall da sein. Ja. Ich habe es weitergeleitet, auch was sie benötigen. Sollte also eigentlich alles halt da sein. Das ist wert. Wie weißt du? Passt. Ja, man muss halt quasi immer die Pfote nehmen, sobald man ja sagt, die Pfote. Ich sage immer, ich habe Nintendox gespielt, ich krieg das eigentlich hin. Aber da kommt einfach kein leuchtende Glühbirne über seinem Kopf. Ja, komm, du kriegst trotzdem da den getrockneten Fisch. Stinkt furchtbar. Du wolltest ihn also nur loswerden, aha. Der arme Boris. Also was heißt der arm? Der Boris, der freut sich. Er liebt das. Echt? Ne? Na, wo sind denn alle hin? Zack, alle weg. Ja, habe ich schon gehört. Das ist sehr schade, ne? Da drinnen sind ein paar. Das ist sehr schade. Okay, verstehe. Sag mal, ist das normal, dass die hier die ganze Zeit hin und her fahren? Die meinten vorhin, als der Typ gehört hat, dass Coffee für Cops ist, dass die ganze Zeit hier lang fahren und gucken, was es für Kaffee gibt. Aber anscheinend parken sie jetzt. Okay. Ja, stell ich dazu.
Ja, so schön. Ich finde Butoras Club immer gibt's so bestimmt cool. Leckeren Kaffee, aber ich glaube, Boris ist gerade so ein bisschen gespannt, ne? Ach, ah ja. Gehörte doch mal zu dem Lost. Er wird, glaube ich, was? Am liebsten direkt was? In den Laden. Ja. Lang ist es her. Kann ich mir vorstellen bei dir. Als Old Lady. Von wegen wem? Logan. So, dann bleiben sie da schon. Von wem? Vielleicht kenne ich ihn ja zufällig. Logan? Logan sagt mir jetzt nichts. Echt nicht? Pipes. Na, was ist mit Pipes? Ach so, Pipes, ja. Den kann ich. Nein, ja. Nicht Pipes. Ja, aber der gehört doch auch dazu. Der hat. Ja, hatte er mal. Also ich kann. Also wen habe ich noch? Du willst, ich weiß es nicht. Also ich kannte Pipes, ich kannte Rainbow, ich kannte Turbo. Das ist aber eine Qual hier. Gut, ich habe nur Juri und Luis. Und Pipes. Logan war der Herr mit den blonden Haaren und dem Pferdeschwanz. Ah, der. Hattet ihr immer so einen Cowboyhut auf? Ja. Ja. Ah, dann hab ich mir auch mal gesehen. Schon wieder wilde Stories von deinem Ex? Nein! Die wilde Stories. Ja, ganz wilde Stories. Ich bin an deiner Seite. Falsches Lied. Ich kenne kein Disney-Lied. Sonst. Der Hund was gerade passt. Aufmerksamkeit auf sich. Was, da ist ein Hund? Oh. Also, ich weiß ja auch nicht, von welchem Hund, okay, Hund sie redet. Bis später. Ja, okay, stimmt, jetzt sind wir richtig gekommen. Jetzt gehst du. Bis später. Ich erwarte dich auch, Sophia. Ja, auf einen kurzen. Und dann muss ich. Oder auch nicht, mal schauen. Wann, wie, wo, was? Ist ja bald auch wieder der. Dürfen wir Pelle aber nicht sagen, dass wir angetrunken Fahrrad fahren? Da habe ich überhaupt keine Info drüber. Er ist ja sehr, aber sehr streng. Mal war ja was in der City Hall. So ja, mit, ich weiß, aber. Ständen und einer Bühne. Ja, aber so. Ich habe da jetzt diesmal gar nichts drüber. Also ich weiß noch gar nichts. Also ich weiß auch nicht mal, ob wer überhaupt dabei ist oder so. Ja, wo ist das denn? Ja, das weiß ich ja. Mann. Aber ich habe da ja überhaupt keine. Also ich weiß, was es ist, da waren wir alle ja gewesen da in diesem schönen Kreis. Das war ja auch echt schön da gewesen. Mhm. Dorfbühne. Ich kann mich erinnern. Ja. Wolltest du nicht erst gar nicht auf der Bühne? Irgendwie war doch was. Ja, ich hatte. Ja. Das klingt vielleicht heute. Ja. Das klingt heute ein bisschen. Wollen wir mal gucken, welche Frisur dir noch steht? Aber damals. Ich bin nämlich neugierig. Lampenfieber und Angst, ja, vor so vielen Leuten zu sprechen. Ja, genau. Yay! Und jetzt arbeite ich in der Öffentlichkeitsarbeit. Also, ich meine, du bei dir, nicht bei mir, ne? Ja, durchgucken können. Lucy, kommst du mit? Schon zu so ja, gesagt. Wir? Also, wir sollten eigentlich mal so einen Oder willst du lieber draußen stehen? Nö. Hätte schon. Ich würde ja sagen, Mel macht das, aber nachher geht das übel aus. Ich bin richtig gespannt. Das heißt nicht, dass es übernommen wird. Wir gucken nur. Das ist süß. Aber ich weiß so, da kommt immer meine Stirn so doof und mein Doppelkinn bei diesen offenen Haaren. Du hast kein Doppelkinn. Ich doch. Das ist süß. Ehrlich, du hast so ein hübsches Gesicht, zeig. Na. Komm mal zurück.
mal. Das ist auch süß. Das, ich glaube, das sind die Frisuren, wo man so schön Mützen tragen kann, ne? Gute Frage. Das ist ja, ich meine aber schon. Hi, Tevin. Machen keinen Quatsch. Hi. Schön, in Ordnung. Also Richtung Herbst müssen wir wieder was mit Mütze finden. Aber ich habe mich inzwischen so an meinen Zopf gewöhnt, das ist echt schlimm. Das ist auch süß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja mega süß. Doch. Schön, dass das einer hier ausrastet. Ich glaube, die sind das anderen schon irgendwie gewohnt. Ich glaube, die sehen genug Haare. Ja. Das ist ja ultra süß. Meinst okay, du? Okay, weiter. Ja, du bist so hübsch. Das ist auch süß. Oh mein Gott, jetzt werde ich ja roter als mit Rouge. guck dir mal. Mel, kann ich dich mal ganz kurz haben? Milena, ich glaube, sie meint dich. Hey. Ich war jetzt aber auch verwirrt. Ich weiß ja nicht, ich hätte ja mal wieder Lust auf was anderes, aber dann gucke ich in den Spiegel und denke, ja, das fühle ich. Mach nochmal die, wo sie auch so ausgeflippt ist. Ist eine Frisur, die sehr ungewohnt ist. Ja, aber siehst du auch so, oder? Ja. Also Sophia, also ich finde das ja echt schön. Was hat sie dir gegeben? Milena! Ah, nix. Mama, du musst auf meiner Seite sein. Ich bin auf deiner Seite. Ich finde die Frisur echt super. Also pass auf, wenn ich morgen in den Spiegel gucke und denke, oh mein Gott, hallo, dann machst du es wieder wett, ne? Dann musst du wieder flechten. Nee, du musst dich halt wohlfühlen. Ja, wir sagen aber einfach mal 2 Tage, weil du brauchst ein bisschen, dein Kopf muss sich erst dran gewöhnen an die Frisur. Okay, Josie, mach meine Haare auf und kämm sie mal. Ja, haben wir, warte. Nein, das Ding ist, wenn du nicht hundertprozentig glücklich bist damit, dann ist es. Ich bin nicht unglücklich, aber ich kenne mich nur mit der einen. Und vielleicht tut das jetzt mal gut. Wir machen das jetzt. Es sieht verdammt hot aus. Notfalls habe ich Mama Bär auf Kurzwahl. Verdammt. Ja, das stimmt. Mein Josie ist ja im Urlaub. Kannst du dann draußen ist Kaffee, Kakao, Kuchen, alles. So, bitteschön. Gibt's da auch. Ja, Montag bin ich wieder da. Gut. Nein. Gut zu wissen. Nur Muffins. Wenn du dann 10 Anrufe hast, weißt du Bescheid, ne? Wenn du 10 Anrufe hast, weißt du Bescheid. Milena ist nicht dran gegangen. Perfekt, ja, schön. Dankeschön. Also ich finde die Frisur top. Okay, 2 Tage aber, ne? Wenn ich danach dann... Ich mach dir danach sofort wieder deinen Job. Gut. Aber versuch dich erstmal dran zu gewöhnen. Jawohl. Vielleicht tut's gut. Ja, genau. Ja, okay. Ihr habt ja recht. Mel, du bist super. Danke dafür. Ich weiß. Mel, willst du nicht zufällig MPD kündigen und im Barbe anfangen? Wir haben schon einen ehemaligen Cop geangelt. Wir können das gut. Nee, ich liebe meinen Job, tut mir leid. No. Aber ich werde gerne privat euer so Pirater. Ruf dich jetzt jedes Mal an. Okay, perfekt. Das sieht wirklich gut aus. Vor allem die Haarfarbe dazu und dieses Make-up. Unglaublich hübsch. Ja, meine Haarfarbe liebe ich tatsächlich. Wirklich mega. Vor allem macht er keine Sorgen wegen deiner Stirn und naja, doch. Was nicht vorhanden ist. Ja, doch. Du bist wunderschön. Ja, danke. Du bist wirklich wunderschön. Und das sage ich nicht nur zur Aufmotivation, sondern weil das wirklich meine Meinung ist. Das ist aber so. Es so, ist gut, Mädels. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Strähnen, mache daraus so einen kleinen Zopf und dann sind wir fertig. Yippie!
Okay. Wenn Penn heute Abend nach Hause kommt, ruft er die Cops, weil eine fremde Frau im Haus ist. Das glaube ich tatsächlich nicht. Mel sagt dann schon auf Arbeit Bescheid, dass sie Penn nicht ernst nehmen dürfen. Okay, Kapu. Wenn ich deinen Segen habe, dann lassen wir das jetzt erstmal 2 Tage. Ich glaube, 2 Tage komme ich damit klar. Ich hatte schon schlimmere Frisuren, muss ich gestehen, ne? Zur Zöpfe, die Milena hat. Hast du es so? Ja. Sehr schön. Oh mein Gott, ich sehe anders aus. Du siehst verdammt hot aus. Oha. Also, danke. Mel! Entschuldigung. Ich weiß noch, wo Mel das erste Mal hier war, vor dem Laden. Und ein Police-Dings da gemacht hat. Und ich sie aus Versehen angeflirtet habe. Nun, passiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hast du das? Ja, oh, wow. Du warst richtig verwirrt danach. Ach so, ja! Das Problem war, ich hatte da zum Zeitpunkt schon Freund, aber wäre ich Single gewesen? Vielleicht. Also wahrscheinlich nicht im Dienst. So privat, ja. Aber ich halt die Klappe. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Ja, ein bisschen, glaube ich. Oh Gott. Das jetzt kommt wieder alles hoch. Jetzt wird es wieder unangenehm. Wieso blamier ich mich? Wieso war das jetzt unangenehm? Du blamierst dich nicht. Alles gut. Nein, also du bist eine wunderschöne, attraktive Frau. Danke. So im Dienst werde ich generell nicht gerne angeflirtet. Das ist immer sehr unangenehm. Okay, also beim nächsten Mal. Was ist da draußen los? Seid ihr alle oder irgendwie doof? Ich weiß auch nicht. Mal Mel anstören, wenn sie nicht im Dienst. Was ist hier los? Aber ich glaube, das macht deine Freundin nicht so mit. Ja, Aya wird schnell eifersüchtig. Ja, gut. Aber das fühle ich. Lieber. Ich werde auch schnell eifersüchtig. Du haust aber keinen auf die Fresse. Dann möchte ich aber nicht in der Mitte stehen. Gottes Willen, bitte flirt mich gar nicht an. Also, ja, bitte, nein, bitte, also, gar wow, danke. Bitte flirt mich niemals an. Nein, das war nicht so gemeint. Ich will nicht in der Mitte sein. Ach, alles gut. Aya macht nichts. Aya ist harmlos. In der Regel. Siehst du die ganzen Menschen? Die stehen alle um Boris. Jetzt traurig. Nein, bitte nicht. Mel macht das wieder gut. Hey, du. Hey. Alles okay? Ja. Ja, heißt nein. Was ist los? Keine Ahnung. Also, ich fühle mich ein bisschen ignoriert von Milena, aber... Die ist echt durch und das war alles so... Wuff, alles auf einmal und gestern auch irgendwie und dann... Ja. Sag es. Wie lange geht es hier... ja. Wie lange geht es hier mit diesen... Dingsbums. Ich denke mal, so gegen 9:30 ist auch langsam Schluss. Okay. Weil ich halt um 22 Uhr nach Hause fahre und dann... Ja. Ach, deinen Schlüssel muss ich dir noch geben. Ach ja. Jetzt, wo du fragst. So. Alles wieder an Ort und Stelle. Sehr schön, danke schön. Und bei dir alles gut? Ja, doch. Ich hatte gestern einen schönen Abend mit Pain. Ja? Mhm. Das freut mich. Wir waren am Strand mit Sam. Ui. Nein, das ist doch schön. Wir haben zusammen den Kuchen gebacken. Also er hat gebacken, ich habe ihn angefeuert. Mhm. Obwohl, stimmt nicht, einen Teig habe ich ja auch hinbekommen. Was hast du? Einen Teig habe ich auch hinbekommen, ja. Okay, ich habe Tag verstanden. Ja, den Tag habe ich auch so weit hinbekommen. Hallo. Setzen Sie sich hin, Mister. Ja. Ey, wirklich schwer. Wer ist Friseur? Wollen Sie vielleicht Acryl- oder Gelnägel haben? Ich würde gern... Darf ich schneiden?
Ja, ich würde meine Nägel übrigens über alles. Okay, alles klar. Ja, welche? Das freut mich. Pink würde ich Ihnen empfehlen. Pink mit Glitzer, ja. Das wäre ungefähr cool. 1,5 bis 2 Wochen. Okay. Ja, Bre, ist gar kein Problem. Ich mache die Seite noch so für. Ich mache wunderschönen Bart. Willst du sehen? Mach du, dann machst du Seite. Oh nein. Mach ich Seite 0, Bruder. Und wenn du wieder da bist und Castle, dann machen wir mal unser 4er-Date aus. Machen wir. Das wird lustig. Darüber würde ich mich freuen. Auf jeden Fall. Das wird cool. Weißt du, was Payne gestern gesagt hat? Was denn? Egal, was los ist auf der Arbeit, wenn Veranstaltungen sind oder so, dann machen wir privat was. Oh. Ich weiß, er wird es nicht schaffen, sich dran zu halten, aber siehst du was schon. Schuldig im Sinne der Anklage. Gar nicht erkannt. Ja, ich musste, aber ich finde es okay. Frisur. Ja. Ja, ist very, very beautifully. Oh, danke. Man muss sich dran gewöhnen, aber ja. Very beautifully. Ja, ich auch. Ich muss mich auch dran gewöhnen. Hat es Payne schon gesehen? Nee. Nice. Mal gucken, ob Payne dich erkennt auf den ersten Blick. Oder die Cops ruft, wenn er nach Hause kommt, weil eine fremde Frau in seinem Haus ist. Das ist eine Idee. Das ist gut. Und dann gibt's Ananas-Donuts. Zur Bestrafung. Oh ja. Ich warte einfach ab, wie es nachher ist, wenn wir uns verabschieden. Ja, mach das. Vielleicht ist sie nur gestresst oder so, keine Ahnung. Ich glaube, ich kriege auch gerade wieder so eine Existenzkrise. Ich glaube wirklich sehr. Und ja. Aber so kann ich das sagen, nee, es war jetzt nicht, wo sie gesagt hätte, wegen Juicy blöd, bla bla bla. Okay, naja gut, gar das nicht. Ist schon mal gut. Ganz und gar nicht. Gestern war halt alles sehr stressig mit dem Kuchen und alles. Und dann heute alles irgendwie, ja, ein bisschen Kuddelmuddel halt mit dem Aufbauen und U-Tool und ich war eine Minute hier, da kam eine Kundin, Juicy, das habe ich noch nie gehabt. Was denn? Erstmal konnte die sich nicht entscheiden zwischen 10 Frisuren, also bis wir erstmal den Katalog durch hatten und auf 10 schon eingeschränkt hatten. Mhm. Und wollte sie bei jedem auch noch einen Übergang sehen. Was? Und bis wir dann mal so ungefähr die Übergänge eingegrenzt haben, die echt schlimm waren, die Übergänge. Ich wirklich wollte ihr die Haare nicht so machen, aber sie war glücklich. Line, soll sie halt, ne? Was soll man da machen? Ich verstehe es nicht, aber muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nicht so rumlaufen. Ja. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und sie war so traurig auch irgendwie und ich weiß nicht. Aber dann kein Trinkgeld gegeben, ne? Sie hat dir kein Trinkgeld gegeben? Kein Trinkgeld. Wie lange saß sie auf deinem Stuhl? Stunde. Okay, lass es eine Dreiviertelstunde sein. Ich brauche ja noch einen Weg hierhin. Aber wow. Wow. Weißt du, wo die arbeitet? Nö, keine Ahnung. Ich kenne sie ja gar nicht. Ich hatte mal eine Kundin. Ich glaube, Liara haben die genannt. Mach einfach. Wie? Liara oder so. Die anderen kennen die. What the fuck? Okay. Ich hatte nämlich mal eine Kundin, die war auch so anstrengend und dann hat die ihr über ihr Leben geredet und dann hat sie. Oh, also es war wirklich. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Kunden reden und so, aber die hatten ihre halbe Lebensgeschichte erzählt und ich dachte mir irgendwann, halt doch einfach bitte deine Klappe. Ich bin keine Therapeutin. Noch nicht mal das war alles so mühselig und die immer, nein. Und dann, doch. Und dann, nein. Oh Gott. Hallo, okay, mein Hase, da? Na, du Hübsche. Keine Ahnung, heute kickt so ein bisschen die Demotivation rein. Ich habe jetzt schon wieder Feierabend gemacht. Ah, okay. Ich sehe anders aus. Ich kann nichts dafür. Für die war es schuld. Sie wollte das so. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich wäre gerne noch länger im Dienst. Aber heute irgendwie... Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du Bock und gleichzeitig keinen Bock hast. Ja, doch, ist halt so manchmal. Aber hey, du warst schon mal... Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich erst am Samstag wieder im Dienst bin. Ach so. Ja, okay. Weil morgen frei. Du kannst ja morgen trotzdem ein bisschen, oder? Wenn Nein, morgen ist für mich ein besonderer Tag. Morgen möchte ich Zeit mit dir verbringen. Ja, aber alles vorher ein bisschen? Nein. Ja, wenn du dich aber ärgerst, ist das ja auch nicht gut.
Wenn du dich aber dann ärgerst, weil du erst Samstag wieder arbeiten kannst, ist das auch nicht gut. Ja, aber ihr habt da schon meine Prinzipien. Ich will eigentlich meinen freien Tag dann auch durchziehen. Wenn ich was mache, dann verschiebt sich alles wieder und das ist halt... Okay. Ich habe jetzt abgemacht mit den anderen, ich muss 2 Tage mit dieser Frisur rumlaufen, ne? Boris. Okay. Mhm. Damit ich mich an mal was anderes gewöhne. Sehr coole Augen hast, Boris. Die sind so, Tim sind sagte so, schon, es sieht nur ungewohnt so aus. Komischlich. Wie bitte? Wie gelästert? Nee, es wird dich gelästert. Kannst du mir meine Augenbraue, kannst du mir so cool Cut da? Ich habe keine Glatze. Willst du einen Cut? Warum der Arme? Boris sieht voll schön aus. Okay, dann setz dich mal auf den Stuhl. Guck dir mal sein schönes Fell an. Willst du denn jetzt schlafen gehen? Warum der Arme? Ah, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf gar nichts mehr, ich weiß nicht. Ja, verstehe. Dann hau dich hin vor den Fernseher und ich komme später dazu. Ja, ich werde nochmal die Einkäufe erledigen, vielleicht schaue ich kurz bei dir vorbei. Alles gut. Wie okay. Du magst. Lieb dich. Ich dich auch. Ja. Tschüss. Ach, Hasi-Pupsi. Vielleicht ein bisschen dunkler. Schon wieder? Schon wieder? Wenn nur Eyebrow Cut. Ich muss mich konzentrieren, sonst rutsche ich ab. Dann hast du so ein Schnittchen. Will auch drin. Cool sein, Sophia. Oh, deine Haare bitte sehen nicht schön aus. So cool oh, danke schön. Ich wurde vielleicht ein bisschen dazu überredet, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Das ist schön. Ja, so, ne? Kannst so? Du mir da hinten ja, so einen Tee rasieren? Okay. Dann Tee? Kann man aus ganz vielen ja, Kilometern sehen, dass ich lesbisch bin. Was denn für ein Tee? Okay. Ich mach dir ein Tee, ein Z für Zoe. So. Was soll das jetzt heißen? Dann suffiziert ihr ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, auf alten Schiffen lernt man segeln. Ist richtig. Günstig. Ja. Es ist so, es ist aber so. Ja, also auch generell die mehrere Parkhäuser sind noch teurer. Mhm. Das ist halt so, das ist so ein einstöckiges Haus. Oder oben ist halt auch normal ein Haus, also eine Wohnung. Das ist wie so ein Doppelhaushälft ist das. Ah, ich verstehe. Reihenhaus quasi. Ja. Muss halt, ist das halt oben. Da gibt es sogar einen extra Aufgang auch. Mhm. Aber wir spekulieren ja, dass wir das vielleicht oben auch noch kaufen dann. Mhm. Und dann vermieten oder so. Pudding-Teilchen-Fan, meinst du Tim? Das mal das eine und dann der Freund von Melody. Muss mal gucken, weil der Mietmarkt, das ist nicht fähig genug, Wohnungen zu mieten. Entschuldigung, mir kratzt der Hals so, Leute. Das rentiert. Ja. Es gibt halt ja, doch sehr viel halt zu mieten, daher. Ich lutsche jetzt noch ein Bonbon, okay. Ja, ein bisschen Schiss, wenn da oben das jemand kauft. Ich mag Tim und Melody dass so auch einen sehr. Garten haben möchte. Ich finde die so lustig. Und wir breiten uns das jetzt. Melody sowieso. Ja? Die zwei zusammen einfach runter. Oberknaller immer. Irgendwie haben wir so einen ungeraden, runden Kreis. Jawohl. Einen ungeraden, runden Kreis. Entschuldigung, tut mir leid. Ich muss eher auf Toilette. Können den auch wieder ein das bisschen war jetzt nicht so gemeint. Oh Gott. Toll. Gut gemacht, Mel. Super. Ich hab's ja, mal wieder toll, geschafft. Mel. Ja, toll. Super, Mel. Wie immer. Toll, Mel. Ach, jetzt Mann. Musst du dich in die Mitte stellen und dich vorstellen. Oh, Mensch. Den Teil lassen wir aus. Dann bist du der Keks. Ich möchte nicht der Keks sein. Ich liebe Keks, aber ich möchte nicht der Keks sein. Heißt das nicht immer lebt dein Traum? Scheiße, stimmt ja. Sie hat auch die Frisur. Oh nein. Das sieht so aus, als hätte ich es nachgemacht. Stell dich deinem Weg, stell dich der Gefahr. Ja, irgendwie so war es, oder? Was ist das für ein Lied? Ich glaube, von einer anderen Miserie. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und sie hat auch einen Übergang. Von einer Anime-Serie.
Ich hab bloß Mila. Was? Mila kann lachen wie Sonne oder Fukushima. Nee, nicht Fukushima. Fujiyama. Oh, das wäre anders wild. Nun. Oh je. Was denn? Mila kann strahlen wie die Sonne etwas muss. Ah. Sogar drei Leute. Nani. Hä? Ich? Spencer? Sven. Der war auch immer ganz bösen schwarzen Humor haben. Oder? Der ist aber zu schwarz, der Humor. Ja, das ist mein schwarzer Humor. Was? Humor haben ist immer gut. Aber ich bin Humor haben ist immer gut. Ja, aber schwarzer Humor. Verstehen viele verstehen schwarzen Humor nicht. Man muss halt immer aufpassen. Das ist, ich glaube, die Grenze, was halt dann noch Humor ist oder wo man halt dann wirklich Leute ausgrenzt oder beleidigt, ist halt sehr. Ich hoffe aber, zu der Frisur kann man eine Mütze tragen. Da muss man halt sehr feinfühlig sein. Ich glaube, schwarzen Humor kann man am besten mit Leuten machen, die man halt. Muss man nachher mal zu Hause ausprobieren. Mhm. Ich finde, schwarzer Humor geht tatsächlich gar nicht, denn man grenzt irgendwo immer irgendwen aus. Ja. Ich habe Also. Das ist halt vielleicht so meine Meinung, aber meiner Meinung nach beginnt halt auch eben so doof. Ich sag jetzt gar nicht, dass ihr das seid, ne? Rassismus tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo sich jemand anders tatsächlich ziemlich unwohl damit fühlt. Ja. Wie sagt man so schön, die Würde des Menschen ist unantastbar und die Freiheit des Menschen hört da auf, wo man die Würde eines anderen beengen würde oder beschädigen würde. Wie bei der Meinungsfreiheit. Genau. Genau da ist der Punkt. Gibt's aber auch schwarzer Humor, der gar nicht gegen Menschen selber geht. Also, zum Beispiel das, was ich gerade gesungen habe. Darum meinte ich ja, dass das ein sehr enger, sag mal so, das ist wirklich so ein ganz, ganz schmaler Grat. Ja. Bestimmt. Bis später, tschüss. Achso, du hast gar nicht uns gehört. Oh, mein Freund kommt. Jetzt sieht er die Frisur. Ja, kann man machen. Wo geht's denn? Dann freut er sich vielleicht. Das ist eine schöne Frisur. Ihr wolltet euch doch Mel hat mich überredet. Ich probiere es jetzt einfach aus. Es sieht wunderschön aus. Oder war das zwei Tage? Nein, war es nicht. Ciao, ciao. Länger. Wie länger? Hallo. Ciao, ciao. Hallo. Ciao, ciao, Leute. Ich bin jetzt 17. Was hallo. Was ich anscheinend. Geht's dir? Ja. Wow. Oh, das kommt gar keine Reaktion. Okay, dann packen wir es jetzt, oder? Also dann machen wir es. Ja, verstehe schon. Tschüss. Okay, ich werde, glaube ich, gleich eine Glatze kriegen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ja, keine Ahnung, ich bin heute irgendwie keinen Bock auf gar nichts. Ja, dann ab aufs Sofa. Hau den Film rein. Kuschel Sam, ich komm auch bald nach. Hab Sachen eingekauft, ne? Mhm. Supi. Alles klar. Du musst was zur Frisur sagen! Danke! Okay. Bis später. Bis später. Das hört sich so weird an. Oh mein Gott, die ist minderjährig. Der ist 20. Hm. Das ist überhaupt legal? Und gefällt's ihm? Sagen wir mal ja. Ich glaube, der ist gerade mit dem Kopf einfach woanders. Och nein. Naja. Weißt du, was ihn, glaube ich, aufmuntert? Hm? Bisschen Schokolade. Ja, und Schokolade ist immer gut. Da pengt keine gute Laune. Ich habe zur Not einen Rucksack dabei mit ganz viel Schokolade drin. Ich habe Pfirsiche. Ich habe da drüben Schokotörtchen. Oh, Schokotörtchen ist gut. Dann am besten Schokotörtchen. Dann geh ich sie holen. Kannst halt Pfirsich reinmachen.
Okay, ich bin raus aus dieser Nummer. Ich bin offiziell Solo. Nein! Okay. Hä? Okay. Ich kann nicht mehr, ich hab mich dazu gezwungen. Schokotörtchen sind aus. Verdammt. Oh nein. Das ist so Spaß. Ich bin dran schuld. Sind die jetzt zusammen? Ich bin dran schuld. Das wollte ich. Nein, haben wir nicht. Warte. Warte. Nee, das Schokotörtchen. Oh, danke. Super. Ja, perfekt. Das muss aufgenommen werden. Er hat die Arme um mich gelegt und wollte mich küssen. Nein. Nee. Hört auf zu flirten, ich bin da. Das war ein Scherz. Also, das nee, ist einfach, also heute ist so für mich. Mir so wurde gesagt, ich soll dir was mit Schokolade geben. Das ist süß. Heute ist, wie gesagt, für mich so ein Schwarz-Weiß-Tag. Für mich ist irgendwie alles gleichgültig. Guck mal, Pein, ich hab sogar noch was für dich. Noch, ich muss nur einkaufen, gleich noch ausfahren. Überfordert. Error. Ach ja. Wenn da die Party kann losgehen. Hey, Süvü. Ja, die andere hat noch so Knubbel oben drauf. Okay. Keine Ahnung. Bevor ich den Dienst überhaupt angehen möchte, werde ich wahrscheinlich erstmal einen Termin mit dem Police Psychologist machen. Solltest du definitiv. Ich laufe mal zu den anderen hin. Okay. Mach das. Ich glaube, das geht mich nämlich gar nichts an. Muss man schon machen, ist linke Backe Kuss, rechte Backe Kuss. Genau. Ja, das wollte Moses so. Bestimmt machen bei dir. Ja. Ja, okay. Gut, ja, dann kann ich dir verzeihen. Tim hatte ziemlich Angst, mit Moses rumzuhängen, weil ich gestern entlarvt habe, dass ich den Verdacht habe, dass die zwei was haben miteinander. Oh, oh. Und Tim hat gedenkt, ich meine, das... Eh nicht schon fast? Naja, das sind halt beste Freunde, ne? Ja. Da denkt man ja sowas. Gut, dass wir jetzt ein Körbchen haben, aber Boris trotzdem auf dem Boden liegt. Ja, das ist halt Boris, ne? Wir sind zwar beste Freunde. Soll ich Ben sagen, er soll es noch wegmachen? Bob, aufstehen. Er heißt Boris. Ich trainiere ihm das an, wenn du Bob sagst, dass er nach dir kneift. Okay. Ich sag das dir das. Versuche ich auch schon Bob. Die ganze Zeit, Melody. Wir schaffen das. Der soll Leuten in den Hintern beißen. Ja. Das wäre aber nicht so schön. Ja, aber wenn die ihn ärgern, darf er sich wehren. Dass jetzt April in dem Ding sitzt. Ja, was macht April? Ja, das habe ich. April versucht jetzt Boris beizubringen, ein Körbchen zu gehen. Was hat ein Attentat auf euch vor? Wer hat ein Attentat? Ich habe ein Attentat. Kavu, das schreck mich doch nicht so. Auf euch? Ein Attentat. Ja. Prost, mein Lieber. Danke, es war leer. So, weiß ich nicht, so wollen sie es machen. Wieso? Mhm. Um ein Statement zu setzen. Okay. Womit willst du kurz so unter fünf Augen reden? Mit einem Rasiermesser. Und wie wollen Sie das anstellen? Am besten schnell und schmerzfrei. Genauer? Ich kann keine Details geben, wissen Sie? Ach so, die planen gerade mein Attentat. Ah, okay. Weil hier sind Officer vom LSPD und alles, was ich sage, wird definitiv gegen mich verwendet. Wo ist wer? Was? Da drin. Auf dem Teppich, nicht im Körbchen. Also haben darf wir ich jetzt mit Milena das Attentat vollziehen? Solange niemand verletzt wird, ja. Ich bin unschuldig. Ja. Okay, ich habe nichts getan. Komm mit, du kannst dich sowieso nicht wehren. Hilfe. Oh oh. Ich habe selbst noch eine neue Frisur. Was wollen die für ein Attentat machen? Das weiß ich nicht, das haben sie nicht gesagt. Guck mal, er traut sich gar nicht rein. Warum? Jetzt kommt so mit der Maschine. Moses kommt gleich mit der Glatze raus. Boah, war das laut. Ja. Süffi, du Nase, wie geht's dir? Ich glaube, Melody wollte sich einfach nur die Haare färben. Ich glaube, da passiert sonst nichts. Bin ich gespannt, welche Farbe auf jeden Fall. Ich auch. Ich weiß nicht. Ich habe Melody eigentlich nichts außer Pink vorstellen. Ja, das wird auch nicht groß anders. Aber sie hatte früher mal so mehr so wie Zoe, weißt du? Und ich glaube, das wird sie jetzt wieder machen.
Also mehr Pink oder? Gut, wir können gespannt bleiben. Überraschung. Ich hab's ihm angedroht. Letztes Mal, wenn Melody noch blond war, war sie auch totunglücklich. Ja, man muss sich halt auch immer wieder mal ausprobieren. Dann ja, weiß man nicht, ob es einem nicht gefällt. Und es gibt generell eine neue Frisur, es könnte auch sein. Ja, zumindest gehen sie den Katalog durch. Ja, ich sehe ihn da am Tisch liegen. Sehr gut, danke für den Follow, dankeschön. I love you! Sagu TV just resubbt vor 1 Mond. Ach du meine Güte! Danke für den Sub, dankeschön! Vielen Dank! Da sind sie weg. Hätten ruhig rüberkommen können. Aber zumindest haben sie sich einen Kaffee geholt. Ja, sie nähern sich langsam. Das ist so wie mit wilden Tieren. Muss sie so langsam anfüttern. Nein, also nicht, dass man jetzt denkt, ich will da irgendwie mit vergleichen. Nein, alles gut, ich verstehe das schon. Sie sind schüchtern. Das verstehe ich. Aber wir sind ja auch ganz nett und das muss man halt auch zeigen, dass man gar nichts Böses will. Ja, genau. Ich sehe wo so ein Peter. Oh, das ist super, danke. Freut mich sehr. Wie geht's dir denn? Wir können auch ruhig mit reingehen, wenn sie... Ja, oder? Ich möchte wissen, ja, was bei Melody abgeht. Komm, Jussi, wir gehen rein. Ja. Gehen wir mit rein. Mir... Nein, was? Das ist so Spaß, Jussi. Was macht dir da Schlimmes? Ich wollte gerade... Tim darf nicht stylen. Oha. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich hätte dir jetzt eine runtergehauen. Dann trau dich doch mal. Dann hätte ich den hier gemacht. Ich trau mich doch voll. Okay. Was? War jetzt irgendwo schon was dabei? Gut, und dir? Ja. Die geflochtenen Zöpfe mal. Aber die hatte sie ja schon. Sprühte irgendwas aus, aber eigentlich ist alles super gut. Ich sag ja, in 2 Tagen komme ich. Kann mich echt nicht beschweren. Also, ich sag's, wie es ist, die 2 Zöpfe. Ja. Die stehen dir am meisten. Ja, das ist unsere Melody. Die hattest du auch schon mal, aber die finde ich tatsächlich nicht so geil. Mit dem bin ich eingereist. Guck, also Tim kann dir dann an 2 Zöpfen mehr ziehen. Aber das passt irgendwie nicht zu dir, ich weiß nicht warum. Wieso passt das nicht? Ich hatte das schon voll lange so. Ich meine, du entscheidest aber, darum. Melody, das Ding ist halt, man kennt dich jetzt immer bloß mit diesen 2 Zöpfen, weißt du, ich meine? Ja. Und dann ist das schwierig zu sagen... Oh, das gefällt mir besser, weißt du, weil man sieht dich immer mit den 2 Zöpfen vor Augen. Ja, weil die halt echt mir am meisten stehen. Ja. Aber weißt du, halt du, jeder Typ würde das voll feiern, wenn seine Freundin sagt, los, du darfst mich umstylen und Tim sagt, ach, ich weiß auch nicht. Weil ich möchte, dass du dich wohlfühlst, nicht, dass das ich sage, wie du sowieso, dich fühlen sollst. Aber weil ich gesagt habe, ich mache die Haare jetzt großer, hellrot. Ja, das sieht ja doch kaputt geil aus. Da bin ich doch schon mit fit. Ja, aber das jetzt müssen aus wir gucken, machen wir die Haare auf, lassen wir sie zu. Das und du darfst entscheiden. Oh, ich weiß gut, das doch nicht. Rot bei, geht ja nicht. Die fand ich auch knuffig. Knuffig. Ja, die waren besonders, waren die bei einer anderen Sache immer ganz geil, aber das dürfen wir jetzt hier nicht erwähnen. Tim! Ja. Tim! Was denn? Nein, sowas war das nicht gemeint, so aber Tim dreht mir dann immer so Spänkchen rein. Und oh, was brütest du aus? Ich weiß auch nicht, was es wird, wenn es fertig ist. Und momentan ist es ein bisschen Halskratzen. Genau das. Also unangenehmes Halskratzen. Ein bisschen erhöhte Temperaturen, Kopfschmerzen. Nein, aber der fand es immer voll lustig, mit der Spänkchen reinzudrehen. Genau das Spänkchen reinzudrehen. Aber ich weiß noch nicht, was es wird. Wir können ja mal gucken, was das kann. Aber Hauptsache, die Ärztin hat mich erstmal bis einschließlich nächste Woche Donnerstag krank geschrieben. Naja, so halb ganz.
Ja, ich arbeite im Kindergarten und Kontakte mit Corona sind halt stark, groß. Ich auch. Die auch. Dann immer. Die sind auch ganz furchtbar. Aber, ja, aber wir sollten eigentlich Dankeschön, endlich mal danke. diese Ausbildung. Ich kann jetzt viel schlafen. Ich schlafe mich meistens einfach immer gesund ja. Und dann ist gut. Hören wir mal, haben wir keine Kontakte mit Mailand oder so? Das mag ich halt auch nicht gut. Ich muss mal. Sie hat Internet Eier gelegt, oh nein. Ich werde mal mich ja. In so einem Chatforum raid, anmelden. Raid. It's a raid. Oder auf Finder. Raid, raid. Dankeschön, Fabi. Auf Finder Raid Arena, danke. Oh. Leute gibt, die. Hä? Jetzt ist das ganze Trinken und Essen so. Alleine draußen. Hat bestimmt Angst alleine. Ja, komm, wir holen gleich noch was. Schon wieder, ich will mir einen anderen. Wir packen es auch nachher ein. Als hätte ich Zeit für sowas. Das mag ich auch. Oh, wurde mir hier genau, so moppelig. Das mag ich auch. Ich moppelig. Okay, dann haben wir das ach, ja komm, gefunden. Das ist sehr gut. Schön. Das ging ja jetzt sehr schnell. Da hast du nämlich auch ein so. Bömmel. Ja, ein Bömmel. Soll ich dir eine Perücke anfertigen oder? Ach, nö. Ach, nö. Ach, scheiß drauf. Ach, komm, mein Mops. Oh. Meine Haare sind sowieso schon so kaputt, dass. Schön Safi-Safi machen oder was? Nein, ich mach das so. Ich bin mutig. Ich müsste hier einmal kurz durch. Grace sagt immer zu mir, manchmal muss man im Leben nur 3 Sekunden mutig sein. Dann kann das dein ganzes Leben verändern. Korrekt. So. Das ist absolut richtig. Ja, das ist auch wirklich so passiert. Hätte ich Grace nicht kennengelernt, wäre ich nicht hier. Oh, das klingt richtig süß. War eine harte Zeit, aber ja. Heute sind süß. Alle möppelig übrigens. Jeder, egal wer. Alle sind möppelig. Oder die besonders so wach. Ach, pf, ja. 23.30 Uhr oder so. Super, dann fährst du mit mir so. Zu LSC. Wohin? LSC. Oh, ich muss die Gutscheine noch fertig machen. Oh, scheiße, ich wollte noch ins Deli. Mir einen Cocktail organisieren. So lange, mir wurde auch gesagt, ich werde erwartet. Nee, ich glaube, ich mache heute ein bisschen kürzer. Okay. Weil ich bin gestern wirklich ziemlich im Arsch gewesen, wo ich morgens aufstehen musste. Alle, wirklich alle. Milena, Josie. Der hat heute fast Nacht nicht wieder eingepackt. Über Esra braucht man nicht reden. Um 0 Uhr. Ey, was für jeder. Ich habe gute Laune und bin überhaupt nicht mehr beliebt. Ja. Kennst du dieses Feeling? Einer manchmal? Muss ja immer aus der Reihe tanzen. Weißt du, Tim kann nämlich nicht ruhig aus dem Bett aufstehen, ja? Kennst du das? Wenn Tim aufsteht, dann geht das erstmal. Ich muss mal aufs Klo. Und dann kriege ich eine Faust erstmal. Aha, frech. Das erinnert mich irgendwie an Herbert. Das ist halt immer verlegt, ja, so ein ja. Bisschen. Das ist nicht knatschig. Nein, nicht knatschig. Wie soll ich sagen? Ja, ja, wollt euch aber schon teilhaben. Es ist lieb gemeint, ja. Genau, ja, aber das Wasser steht so weit weg. Ja. Wir wollen nicht aufstehen. Oder kennst du das, wenn du so ein richtig geiles Positioning im Bett hast, du würdest jetzt richtig geil einschlafen können und dann auf einmal musst du pissen? Oder kennst du das, du musst im Traum pissen und lässt einfach los? Nee, das kenne ich nicht, das ist wirklich schön. Das ist richtig widerlich. Das ist falsch. Wenn du aus dem Traum auf Toilette musst, geh niemals auf Toilette. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Ist dir das passiert oder was? Sowas kann passieren, das ist normal. Aber es gibt kommt auf der das ist normal. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Alles gut. Warum haben ich finde das alles nicht mehr so warum? Schlimm. Weil Moses immer anfängt mit sowas. Hä? Aber hast du gesehen, wie gut so lange kann ich auch nicht mehr machen. Wie gut ich Moses hinbekommen habe und Tim? Kannst du nicht? Aber dafür gibt's halt Kohle. Witzig, ich mir wirklich auch die ganze Zeit überlegen, ob ich wirklich mir auch mal eine andere Frisur zulege. Aber irgendwie kann ich mir gar keine andere mehr vorstellen. Ich auch nicht. Deswegen, das ist so witzig. Aber Tim, lass uns doch ausprobieren, komm. Nee, weil ich trage so gern Cappies und die passt so gut zu Cappies. Ja, aber du kannst die Cappy doch immer anprobieren. Hast dann. Hast du jetzt Dreads gesagt? Das heißt Dreads. Es heißt Dreads, Moses. Dreads, oh. Dreads. Willst du nicht mal den Katalog durchstöbern? Nee, nee. So, wir lassen mal kurz ein. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht. Bei mir sieht alles scheiße aus. Oh, man kann es gar nicht scheiße aussehen. Da muss Melody das machen. Und die findet dann das Richtige. Ich hatte ganz früher eine ganz andere Frisur. Diese Frise, die gefühlt jeder Zweite hat, der hier rumläuft. Also, nun, was soll ich sagen? Eigentlich habe ich jetzt auch eine, die wo geführt jeder zweite da hat. Milena, was hältst du davon, wenn ich eine Karriere beim LSPD mache? Nein. Officer Jones hat mir ein pinkes Polizeiauto versprochen. Und eine pinke Uniform. Nein. Das sag ich dazu. Cool, ne? Ja, Melody. Nein. Go, go, du machst das. Ich mach das.
Ich bin dafür. Cool. Ihr versaut mir gerade. Aber dann habt ihr mich hier nicht mehr. Das ist euch bewusst, ja? Okay, warte kurz. Ich hoffe, du machst dann ganz viel Community Policing bei uns, ja. Ja, aber ja, ich schreibe einen Heiratsantrag auf Bahamas, dann muss sie nicht dahin. Okay. Nee, finde ich jetzt eine Scheiße. Über Bermuda-Dreieck, sagst du? Genau, genau. Ja. Ach nein, jetzt verschwörst du dich gegen mich. Willst du nicht, dass ich glücklich werde in meiner Karriere? Ich will, dass du glücklich wirst, aber ja. Bist du nicht bei mir glücklich? Oh, scheiße, das ist eine Fangfrage. So, sag ich einfach, aber ja, ich bin sehr wow. Sag einfach ja, nein. Das klingt jetzt nein, ich bin nicht wirklich so glücklich hier. Ach scheiße, das aber ich mag hier. Das ja. Immer, wenn Tim so eine Krise bekommt. Ich bin glücklich. Ja, das Klo war da. Tim bekommt dann immer die Krise. Ich bekomme dann immer und die Krise. Und zu Hause wird dann wieder gestreitet. Ich hab doch gar nicht, wir streiten nie. Und dann sperrt er mich in den Schrank ein. Hör doch was? Mal auf jetzt. Es stimmt nicht. Ich mache nichts, wirklich. Zu Hause hat Melody sowas von leider glaube ich. Ich krieg irgendwas in den Arsch geschoben. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das Ding ist, Louis hat das auch gerade gesagt. Er hat gesagt, Melody, ich glaube, zu Hause hast du die Hosen an. Ja, ist auch so. Tim. Ja, ist das Einzige, was man glauben kann. Ganz ehrlich, Tim ist der allerliebste Mensch auf dieser Erde. Der würde keiner Fliege was zuleide tun. Hast du ein stimmt. Glück? So, wir gehen auswaschen. Sophia, meine Frage, Tim ist echt der tollste Mann, den man sich... Stimmt, ja, klar. Sophia freut nee, sich immer Arme noch. Also. Nice. Besser? Ja, ja. Gut. Die Frisur finde ich wirklich auch geil. Ich feier die. Welche Frisur? Von Melody. Ja, ist sie. Deine sieht auch gut aus, aber von Melody. Das wollte ich nicht sagen, aber danke. Ach so. Oh, was war denn hier los? Komisch. Ach so. Wegen den Balkan, die sich Kaffee geholt haben. Verteilen wir noch ein paar Sachen. Uiuiui. Muss ich rauslassen. Danke. Okay. Ich glaube, Mel schläft schon wieder. Kann das sein? Ist sie wieder am Bett? Ja, sie bett. Okay. Denn Italien. Ah ja. Mhm. Ach so, übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt gut zum Thema ist. Was ist PCCA? Police? Irgendwas mit Community? Blub. Ich weiß auch nicht. Warte, wir finden das zusammen raus jetzt. Warte, ich sag dir das gleich. Ah, das war das RDP. Warte. Warte mal kurz, ich fass mal kurz hier zwischen eure Beinchen. PCC. Ich wusste es erstmal, dass dir das gefällt. So, wie das Korps. So, jetzt können wir wieder zurückgehen. Wem wurden zwischen die Beine gegriffen? Oh! Nice, erstmal wirklich. So, jetzt wird mir die Farbe ausgefüllt. Ich versuch's dir gleich zu sagen, Capo. Asago. Entschuldigung. Okay, ich trinke jetzt. Ich bin was durch. Ist denn das? Kaffee. Oh, ich hätte fast Bett. Gerne Latte Macchiato gehabt, aber Kaffee geht ab. Draußen ist noch Kakao, den kannst du reinschütten. Wow, Entschuldigung! Kannst du mischen. Ja. Ein Kaffee-Kakao? Wenn es was ruhiger ist, finde ich es raus. Okay. Es tut mir leid. Ja. Es tut mir furchtbar leid. Aber er muss echt manchmal lernen, auch mal Nein zu sagen zu mir. Wirklich. Mhm. Aber ich bin oft sehr verwirrt und mache alles falsch. Bei süß. Das ist, damit muss man einfach rechnen, wenn man hier ist. Mhm. Gibt keinen, der süßer ist als er. Ich finde die Frisur jetzt nicht so schlimm. Ich fand die andere mit dem Knubbel okay, nicht mehr bei mir. Ich schaffe das 2 Tage. Ben ist dann schon ganz nah an der Kakao Speck wirklich lecker. Danke. Danke. Entweder hat Lena den gemacht oder ich.
Ja, das ist jetzt die Frage. Aber kann ich den hier irgendwo hinstellen? So, wir sind eher Schokolade oder Donuts? Stell ihn dir hier Donuts. Auf die Lehne. Wir sind beide super. Mein Schatz. Darf ich hier mal ganz kurz vorbei? Dankeschön. Dankeschön. So, kleinen Wachtmeister gibt's auch noch. Oh. Ja, ich habe meine eigene Policebox bekommen. Tim, kannst du doch mal kommen? Fuck. Mir ist die Tasse schon wieder runtergefallen. Oh. Wer stellt denn die Tasse dann auf die Arme? Na, Tim hat die hier, aber alles gut, ich habt ihr irgendwo einen Lappen? Tim, ja. Da vorne. Tim, der Lappen, guck mal in den Spiegel. Dann hast du ey. Für euch zwar eher Schokolade oder was? Ich hab gar nichts gemacht. Schokolade. Milch oder voll oder dunkel? Doch, hier. Vollmilch. So, Melina, ich späße jetzt um dich herum. Kein Problem, ja. Hab ich voll im Griff. Bin kurz weg, bis gleich. Weg mit den Scherben. Tipp, danke. Alles weg. Public, Communication. Nee, ich mach die Tassenscherben weg, weil ich hätte gedacht, das wird gut, aber es wird doch nicht so gut. Ach toll. Kannst du es mal so in den Chat schreiben? Ach, Tim. PTCA gleich. Toko. Bin ich schon fertig? Nein, ich muss mal den Knoten da aufmachen. Okay. Ich war gerade bloß ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Alles gut, kein Problem. Dankeschön. Ich kam gerade nicht mehr auf mein Leben klar. Ich geh nochmal einen Kakao holen. Ja. Ich glaube, bist du auf Moses, aber der ist, glaube ich, gerade nicht hier. Dann gebe ich dir einfach später was. Oh, ich habe letztens mich erkundigt bei Touchdown, ja? Und hab mir gedacht, wir können mal einen Betriebsausflug machen oder so und können bei Touchdown Jetskis mieten für ein paar Stunden. Ja, das können wir auch mal machen. Wir wollten, ich hatte nämlich auch schon gedacht, mal Go-Kart fahren zu gehen. Kart fahren ist cool und Jetski fahren aber auch. Weil vielleicht können wir uns das dann ja das nächste andere. Mal bei der Kart-Dings da anmelden. Oh, Melina, das muss ich dir noch sagen, der war hier zum Haare machen. Man kann die Kartbahn nämlich jetzt auch stundenweise mieten. Ja, das hat er mir auch am Telefon gesagt. Das finde ich gut, dass man das jetzt stundenweise machen kann. Geil, dann müsste man das nicht glaube, der Besitzer ist gar nicht mehr, neu. Ich glaube, das ist immer noch der von vorhin oder hat vorher die Kartbahn nicht überschrieben bekommen. Nicht mehr, oder beziehungsweise Touchdowns. Dingsbums, nicht mehr jeden Tag so. Nee, nicht den ganzen Tag. Ganz ehrlich, wer fährt schon den ganzen Tag Go-Kart? Das ist viel zu gefährlich. Wir sind fertig. Aber so Chat, danke. Aber so Jetski fahren und so wäre bestimmt auch voll cool. Das wir machen alles mal. Können wir alles mal machen. Cool. Nee, so. Ich kann mir keine andere Frisur bei mir vorstellen. Nein, okay. Okay. Wieso nicht? Weil ich gerne Cappies trage und nicht alle und nicht unter jede Frisur meine Cappies passen. Wie du meinst. Ich könnte jetzt mit dir darüber diskutieren und philosophieren, aber ich habe keine Lust. Okay. Stattdessen esse ich Schokolade. Okay. Sag schon wieder da. Achso, waren wir dein Kakao. Ja, den du runtergeworfen hast. Oh, danke schön. Sehr nett von dir. Ich habe ihn aber auch wieder sauber gemacht. Oh. Schokolade. Oh. Wie läuft jetzt das weitere Geschehen? Na, du wolltest doch bestimmt ins Bett, oder? Ja, richtig, aber da muss ich warten, bis Rose war. Hä, wieso? Ich hab auch ein Auto. Aber du wolltest doch noch hier bleiben, oder nicht? Wieso? Nein, ich kann doch nicht nach Hause fahren. Yay, danke für das Wort. Danke schön. Und dann wollte ich mir noch Cocktails im Deli besorgen. Danke. Nice. Ich freue mich, danke Ihnen. Okay, dann nochmal durchknuddeln. Wer möchte knuddeln? Einer knuddeln. Jetzt stehe ich hier ganz allein. Oh, Melina knuddeln. Ja, normalerweise würde ich bloß auch jetzt knuddeln, aber sie ist im Dienst. Da kann man da knuddeln. Leider nicht. Ich glaube, dann hast du Handschellen um. Oh, aber nicht die guten, nicht die Plüschhandschellen. Okay. Nein, du kriegst die mit diesem Stacheldraht innen drin. Okay, Sophia auch knuddeln. Das kriegt schmerzhaft. Knuddeln. Was denn? Voll die Knuddelattacke. Sehr liebensgewürzig. Ich merke das schon. Oh, glaub mir, das willst du nicht wissen, was ich für Vorstellungen habe. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Dir auch. Jetzt muss ich ein Foto machen und eigentlich muss ich das Frau Zucker für die Damen vom PD einen angenehmen restlichen Arbeitstag.
Das R-Wort habe ich nicht gesagt. Sehr gut, Tim. Danke, gut gemacht. Gut gemacht. Deswegen, bye bye. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bis dann. Ja. Bis dann. Ich melde mich nachher nochmal. Ja. Bis dann. Auf dich auf. Tschüss. Ciao. Ja, klar, immer. Ciao. Tschüss. Und wenn du die so siehst, gut Donut aus. Schokolade. Donut. Dankeschön. Ey, Moses, ich fahr jetzt heim, gell? Melody fährt mich heim. Man sieht sich, bleib stabil, viel Spaß. Warte, ich komm auch. Warte. Alles klar, dann schönen Abend euch noch. Tschüss. Ciao. Ciao, Bob. Ich räume schon mal ein bisschen die Tische auf, okay? Ja. Oh, ich hab Donuts bekommen. Ich hoffe, da sind Hawaii-Donuts drin. No. So. Machen wir das jetzt. Sehr wild hier. Ich bin gemutet. Sehr gut. Stolz auf dich. Nicht den Tisch einsammeln, Sophia. Nicht den Tisch einsammeln, Sophia. Okay. So, dann packen wir das alles hier rein. Den Kaffee. Oh, der wird nicht lange halten, ist das Problem. Entschuldigung, manchmal habe ich Anfälle. Nicht den Tisch. Nicht den Tisch. Muffins. Muffins sind gut. Ja! Wir haben auf die Jacke geguckt. Haben es herausgefunden. Also Capo eigentlich nur. Ich habe nur auf die Jacke geguckt. Immer diese Raser hier. Mann. Schon sexy. Ja. Ein Stück Erdbeerkuchen vom Ben behalten wir natürlich. Nur ein Stück noch für uns. Ich meine, wir können den eh immer kriegen, aber trotzdem. Aber liebe Leute, ich bin erstmal raus. Danke fürs Reinschauen. Und danke, Saku. Bis dann. Wenn das so ein wohlfreundlicher Laden ist und halt auch immer mehr Hundebesitzer mit Schönen Abend noch, genau. Warum eigentlich nicht? Ich finde, ich denke, man würde so ein bisschen Schulung sicher brauchen. Ich kenne mich dazu zu wenig aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Hundefell anders ist als Menschenhaar. Aber ich denke schon, dass den ganzen Hundebesitzern da sicher Interesse besteht. Das kann ganz schöne Sauerei machen. Das kann man ja draußen auf der Straße machen, vielleicht mit so einem Schlauch oder so. Das ist einfach so eine kurze Latzhose. Kakao. Ist es noch Kakao da?
hatte noch gar keinen. Okay, jetzt ist ja egal, weil wir haben ja eh, das können wir es doch auch so machen. Gehen da schneller. Entschuldigung, Spiel. Achso, kein Platz. Ach ja, der Kaffee und Kakao lässt sich nicht stapeln. Ach, Kaffee nur zwei. Okay, verstehe. So. Ist ja doof. Den Tisch kann ich eh nicht wegräumen, glaube ich, ne? War das nicht so? Ich bin mir unsicher. Ja. Was gehört denn auch dazu? Einbehalten. So erhebt man sich ja noch ab von der Konkurrenz. Also wenn man halt so ein Kombi-Unternehmen hat, Friseur für Mensch und Tier, sieht halt die Tierebesitzer dann auch an. Bin ich auch schon gespannt auf das Wellnessangebot. Ich auch. Ich auch. Ich bin auch mega gespannt. Ich freue mich natürlich auch irgendwo für euch, ne? Ja, ich glaube, da werde ich mit meiner Freundin mal vorbeikommen, wenn wir beide so einen kleinen Wellness-Tag haben. Controller, auf jeden Fall fahren andere mit Controller Auto, wie es so ganz aussieht. Hm. Weil du brauchst ja zum Beispiel das Nunpad für die Dings. Jeden Animation. Fall. Weiß was ich nicht. So, Gutschein? So dazwischen mit beidem. Also Bewegung auf jeden Fall, denke ich das mal. Muss man ausprobieren. Ich kenne mich da nicht aus, weil ich bin wirklich Tastaturspieler. Auch verschiedene Pakete geben. Wenn ich am PC spiele. Mhm. Ja. Aber das kann man ja dann gut schreiben. Ja, ich denke auch. Wenn man jetzt sagt, beispielsweise für einen Geburtstag oder so, so ein Gutschein für $200 und man verbraucht jetzt zum Beispiel bloß 100, dann kann man die 100 dann gut schreiben. Mhm. Ich denke. Ja. Ja, klingt fair auf jeden Fall. Richtig. Oh, apropos Gutschein. Sophia, erinnere mich nachher mal noch dran, dass ich die 5 Gutscheine noch für LSC fertig mache. Okay, ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ja? Das kriegt man hin. Ich denke auch. Ja. Danke. Hi. Boris, das wird jetzt dein neuer Platz. Da wollen wir mal gib dir dein alles gut. Mein Zeug. Ja. Yay. Mama, das ist normal. Ja, wer hört wirklich auf sie? Das ist beeindruckend. Danke. Ja. Wow. No. Sam ist trotzdem besser. Ja. Ich meine, so Profi-Controller, wo man eine Mini-Tastatur noch dran anbringt. Wie gesagt, Kabo, es tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde mal kurz ganz kurz. Ja. Ja, ich glaube, wir werden dann auch bald fahren. Okay. Es ist alles eingeräumt. Also, ist schon alles eingeräumt. Oh, Sophia. Ja.
Danke. Gerne doch. Still und heimlich, also... Ja, okay, still und heimlich habe ich natürlich auch noch einen Kuchen gemampft. Ja, das ist ja in Ordnung. Du hast ja, ja auch gebacken. Absolut, eben, absolut in Ordnung. Dafür ist doch der Kuchen da zum gemampft werden. Oh ja. Genau. Und jetzt ist es Mitarbeiteressen. Genau, ist ja schon im Kühlschrank alles drin. Auch der restliche Kakao und der Kaffee. Okay. Wunderbar. Wenn es dann noch Interesse gibt an Schokolade, dann lasse ich ja auch ein bisschen Schokolade noch da. Ein paar Tafeln. Danke. Kann ich dann auch im Kühlschrank. Genau, einfach verteilen. Ja, wunderbar. Das kriegen wir hin. Super. Gut, dann würden wir uns auch verabschieden. Dann wünsche ich mir noch einen schönen Abend. Danke auf jeden Fall. Es war sehr schön bei Ihnen. Ja, fand ich auch. Man sieht sich dann bestimmt die Tage. Aber wir überraschen. Ja, das Kind ist mal wieder brav. Bitteschön. Schönen Abend noch. Und dann noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Ebenfalls. Tschüss. So. Tschüss. Tschüss. Buch. Noch. Ja. Hi. Gutscheine. Willst du das mit den Gutscheinen jetzt machen? Gutscheine. Ich mach Gutscheine. Ja, ich mach die Gutscheine. Ich bin schon unterwegs. Dann haben wir es soweit, oder? Und dann können wir voll verdient in den Feierabend. Willst du noch ins Team eliminieren? Was hab ich jetzt gesagt? Weißt du nicht? Blau, schwarz oder grün? Gelb, schwarz oder grün? Gelb, schwarz oder grün? Ich weiß nicht mehr. Nimm den grünen. Nimm das grüne Kabel. Nimm das grüne Kabel. Was ist das grüne Kabel? Wie die eine Bombe entschärft? Ja. So in der Art. Okay, dann nehme ich grün. Ja, okay. Nee, wir haben überlegt, welche Gutscheine wir benutzen. Moment mal, was war denn für die Wellness? Blau war blau für Wellness? Blau war für die Wellness, deswegen haben wir davon so viele und rot sind für den Barber. Okay, genau. Ich bin jetzt so und süß und mach Feierabend. Ich hab euch lieb. Ja, mach Feierabend. Schönen Feierabend. Tschüssi. Ich würde mich tatsächlich langsam verabschieden. Ja. Ich auch. Ja. Tschüss, Mel. Tschüss. Danke fürs Hiersein. Vielen lieben Dank. Ja, tschüss, Mel. Danke schön fürs Hiersein. Und, klar, immer. Oh, hoppala. Pass auf dich auf. Entschuldigung. Ich wollte sie nicht schon wieder kaputt machen. Na toll, Milena, ganz toll. Wieso bist du so nervös bei mir? Ich weiß es nicht. Du bist einfach rumwerfen. So, ausstempeln. Mit Blut. Au. Machst du einen Post fertig? Ja. Das kriege ich hin. Ich schreibe nichts mehr groß dazu, weil... Nein, wir haben Feierabend für heute. Und vielen Dank, dass alle beim Blablabla bei Coffee with Cops da waren. Das war's. Ja. Ich mache jetzt kurz die 5 Gutscheine fertig und dann setz mich kurz mal auf den Stuhl hier. So, das heißt, wir müssen das so dann. Toll, ich hätte mich auch auf den Stuhl setzen sollen. Jetzt ist zu spät. So, das Kloßbild brauchen wir nämlich. Jetzt muss ich gerade mal raussuchen. Nägel und Open Kloster. So. Was ist da? Dann machen wir direkt das. Ja. Moment, ich muss jetzt gerade den Post fertig machen. Du könntest dann mal Shusha schreiben, dass die Gutscheine gleich fertig sind. Willst du ihr die vorher bringen? Ich weiß nicht, ob sie die jetzt möchte oder ob wir morgen zum Beispiel einen Termin ausmachen. Ich weiß nicht, wie sie es gerne hätte. Aber ich habe Angst, dass ich sie jetzt irgendwie vergessen sollte. Erledigt. Okay, nicht. Gucken, ob sie schreibt. So, Sekunde, bin gleich fertig.
Kommt Bahamas heute noch ab politisch? Bahamas ist schon. Nee, die kommen morgen 17 Uhr. Die sind dann schon weg, wenn wir anfangen. Also alles gut. Also sollen wir die stehen lassen? Ja, da, ja, da, ja, und können wir auch gar nicht abbauen. Ist gekennzeichnet. Wir sind festgeschraubt auch. Oder so fest montiert im Boden. Da. Ja. Okay. Geschafft. Wo wir. So. Aber. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dankeschön. Und du pass auf dich auf. Aber immer doch. Kannst mir trotzdem schreiben. Aber sowas vermissen. Und Montag sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf Montag. Freue mich auch. Aber schlaf schön später. Du auch. Und sag liebe Grüße an Payne. Mache ich auf jeden Fall. Okay, ist auch klassisch von mir. Ja. Aber die Tasche mit dem Zettel habe ich schon gefunden. Freut mich, wenn es geschmeckt hat. Er hat die Tasche zurückgestellt mit einem Zettel, dass es geschmeckt hat. Echt? Ja. So, sehr süß. Okay, ja. Die Gutscheine haben wir fertig. Okay. Dann. Ich habe jetzt dann schreibe ich dir, wenn ich wieder da bin, ja? Ah, mach das ja. Direkt sofort auf der Stelle. Nein. Mehr brauchen wir jetzt nicht draufschreiben. Ja. Okay, dann haben wir das fertig schnell. Mhm. Auch für dich, Josie? Ja. Das LSC-Event nächstes Wochenende. Da bist du ja da, ne? Das ist der 11. 10. 10. 10. Ist der Samstag. Sollte ich vielleicht auch mal reintragen, ich Idiot? Ja. Oh Gott. Nein, alles gut. Dann müsste ich, denke ich, da sein. Wann fängt es an? Krasse Schuhe hat sie an. 20 Uhr sollen wir da sein, aber wo weiß ich jetzt noch nicht. Mhm. Wir machen mit Haarkreide. Okay. Und Gutscheine geben wir als Sponsoring mit. Mhm. Okay, also am 10. 29 Uhr. Ich habe jetzt die Gutscheine fertig gemacht. Okay. Jutul kommt morgen. Das hatte ich aber jetzt gerade nicht zu interessieren, weil du bist ja morgen sowieso nicht da. Nee, ich fliege ja jetzt gleich. Gut. Warte kurz. Ja, ich warte. So, ich bin wieder zurück. Okay. Halt sogar Stress gewesen. Tut alles mir so gut. Leid. Nein, okay. Alles gut. Ach, es tut mir so leid, dass ich heute so war. Und ja, ich habe schon gemerkt. Ich bin heute nicht gut drauf. Tut mir leid. Nee, das merke ich. Aber alles gut. Jetzt habe ich gerade. Ja eine Umarmung. Ja, es ist gerade nicht so schön. Ja. Wenn ich wieder zurück bin, dann können wir ja mal quatschen. Sitzen uns am Strand. Alles gut. Genießt du dein Wochenende? Mache ich. Genießt du mich mit? Definitiv. Gut. Sehr schön. Vergiss das Geld nicht zu überweisen. Nee, das ist schon. Bevor du gehst. Okay. Wurde mit Karte gezahlt. Okay, naja gut, wenn nicht, mache ich das ja dann immer. Ja. Wenn irgendeiner vergessen hat zu überweisen. Nee, alles gut. Okay. Alles erledigt. Und genieß deinen schönen Abend. Ja, das mache ich. Einen Abend und das Wochenende. Ach, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, und ich schreibe Montag, wenn ich wieder da bin. Ja, ja? Mach das. Okay, pass auf dich auf. Also, warte mal, Montag kommst du wieder, dass ich Juna Bescheid sagen kann wegen einem Termin. Sie würde ich sag ihr dann, sie soll dich Montag einfach. Ja. Oder sie soll dann Montag einfach anrufen, wenn du wieder da bist. Ja. Genau. Ja, das wäre super. Weiß ich Bescheid. Okay. Gut. Jetzt aber wirklich Abmarsch. Ja, passt auf euch auf. Werdet euch alle vermissen. Sophia, ich werde dich auch vermissen. Richtig auch. Ganz, 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 ganz doll. Oh. Okay. Dann tschüssi. Okay, tschüss. Wieso stehst du so? Okay. So, ich mach mir mal noch schnell was raus. Oh, guck mal, was ich gekriegt hab. Oh, jetzt hab ich Hunger. Hunger, 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 Hunger. Hunger, Hunger, Hunger.
Ich lege die da Weile mal unten ins Lager rein. Warte, noch nicht das Lager zuschließen, bitte. Ja, nee, bitte auch noch nicht. Die Gutscheine? Ja. Okay. Neben die wöchentliche Abrechnung, Ezra. Mhm. Falls sie noch kommen sollte. Ja. Die grün sind die einzigen Beschrifteten. Du weißt, okay, was ich meine. Ja. Okay, check. Ich wollte was zu essen holen, ne? Okay. Hm. Oh, jetzt ist Sam war, aber nie. Holen wir mal was zu essen. Kühlschrank? Oh mein Gott, das ist ja aber... Ja oder nein? Können wir? Müssen wir nicht. Aber alleine gehe ich da nicht rein. Dann fahren wir jetzt ins Deli, oder? Obwohl ich Portia versprochen habe, mir Medizin abzuholen. Na dann los. Aber Kuchen wurde ganz schön gut gegessen, oder? Ja, 3 Stücke habe ich mindestens verdrückt. Und dann kamen Pain und Aya an den Tisch. Und Kakao ging auch ziemlich gut und Kaffee auch. Ich hatte ziemlich viel Kaffee. Kakao ist das Beste, was es gibt anscheinend. Wir haben ja richtig gut gemacht. Und ich wollte noch Tee kochen. Ja, siehste, das brauchen wir gar nicht. Aber doch trotz allem ein gelungener Abend, hä? Ja, also beschweren kann man sich so an sich jetzt nicht. Du hast mir ein bisschen leid getan, aber... Ich glaub, wieso habe ich dir leid getan? Du bist immer so gestresst, weil du machst immer viel zu viele Gedanken und Sorgen. Ja, das ist normal. Ich weiß. Ich kann aber nicht aus meiner Haut. Ich weiß. Hey, gut. Also, dann machen wir hier alles zu. Ich schließe den Kühlschrank an. Hast du das Lager jetzt? Nee. Weil du warst auch noch dran. Lies mal das Lager ab. Gut. Du? Ich bin ausgestempelt, oder? Ich müsste ausgestempelt sein. Okay, ich mich auch mal noch schnell ausstempeln. Ja, ich bin... Das ist okay, wenn Ezra jetzt mitkommt? Na klar. Okay, ich frag bloß, weil ich das jetzt wieder... Habe ich nicht so drüber überstimmen, wo sie ist. Ich muss mit allem klarkommen. Alles gut. Ihr schafft das schon, bitte. Ich fahre mit dem Fahrrad vor, okay? Okay. Der Letzte macht die Tür zu. Komm, fahr vorsichtig, bitte. Aber ich fahre doch immer vorsichtig. Nur einmal der Baum. Es war nur einmal der Baum. Bis gleich. Bis gleich. Es war wirklich nur einmal der Baum. Nur einmal. Sonst ist irgendwie auch nie was mit dem Fahrrad. Ich fahre so ordentlich Fahrrad wie kein anderer hier. Wo ich immer gesagt habe. Tivup. Welcher Baum? Wo Sophia vorher gewohnt hat, als sie mit Ezra in einer WG war. Ich weiß nicht, warum das Fahrrad fuhr alleine. Auf jeden Fall konnte ich nicht abbremsen und bin gegen den Baum gedonnert. Ja. Ist schon was her. Huch, manchmal wird es auch einfach viel zu schnell. Wir fahren da rum, sonst finde ich den Weg nicht. Wir versuchen den Weg jetzt zum Deli alleine zu finden, ohne Markierung. Wir werden Umwege fahren, ohne. Hast du noch nicht gesehen, die Umwege? Jubiläum, das ist am Samstag. Pain wollte da mit uns hin. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Ja, wenn er dann Samstag wieder arbeiten geht und morgen nicht. Jetzt so lange nicht arbeiten war, aber morgen dann auch wieder nicht. Egal. Ich nehme die Dinge jetzt so hin, wie sie fallen. Ganz einfach. Aber da gebe ich mir jetzt auch keine Mühe mehr bei Ezra. Das sehe ich echt nicht ein, weil irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut. Hm.
Ja, von mir aus soll sie sie als, soll sie Sophia als die Böse abstempeln, aber pff, ganz ehrlich. Ich werde es nicht ausspielen, die Strafe dafür zu bezahlen, dass sie die ganze Scheiße macht. Und als das passiert ist, war noch die Rede davon, ja, ich werde Payne alles sagen, bla bla. Und jetzt so, dann alles immer so rumgedreht und so hintenrum. Kein Bock mehr. Echt nicht, ist mir echt zu anstrengend. Das Thema Snow, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Die mit ihrem Schneeflittchen, ey. Geht ja auch, seit ich Esra kennengelernt habe. Also seit Sophia Esra kennengelernt habe. Wir lassen Ezi Ezi und bleiben Ozi. Aber, nee. Gehe ich jetzt gar nicht mehr auf alles ein. Gibt nur Falten. Wir sind zu jung für Falten. Nee, bin ich nicht. Bin alt, aber egal. Ich meine, es war hier lang. Und ich würde gerne auf die Karte gucken, aber wir fahren noch ein bisschen. Und nicht in ein Polizeiauto jetzt reinfahren. Das wäre anders doof, ne? Da kommt keiner, da kommt keiner. Schnell rüber. Da ist sie mal. Okay, wir sind richtig. Wow, ich bin stolz. Ganz stolz. So stolz. Können wir doch noch Taxifahrerin werden, ha? Nein, wir bleiben jetzt beim Barber. Es sei denn, das wird mir zu bunt. Dann können wir immer noch Taxifahrerin werden. Kommt schon. Es muss auch schlechte Taxifahrer geben, oder? Dann hat das PD anders RP ständig. Richtig viel RP hat das PD dann. Wenn Sophia hier rumpischt. Und die Leute einsammelt. Oh Gott. Die armen Leute dann. Die mit ihr fahren müssen. Ich würde schon ein bisschen fühlen, nein. Aber jetzt mach mal erstmal. Zieh mal durch. Oh, mal gucken, wie das Wochenende jetzt wird ohne Josie. Hoppala. Alles klar, wir fahren nach Hause. Das ist, weil ich nicht reingeklickt bin. Oder? Ja, doch, alles wieder gut. So, wir fahren jetzt nach Hause. Kopfschmerzen, spontane. Wirklich oder Esra? Egal. Wir fahren nach Hause. Ach, drauf geschissen, aber sowas von. Nee.
Sachen liegen hier rum. Wieso liegt da die scheiß Mülltüte eigentlich? Warte, es kommt gerade kein Auto dann. Ups, ups, so. Einfach nicht sterben, ist der Plan gerade. Ja, Frauen und Autofahren. Fährst du auch so Auto, wie du Fahrrad fährst? Ich fahr bedacht. Ich fahr bedacht tatsächlich nicht. Ja, ich kann's halt wirklich nicht. Ist aber auch egal. Das macht Sophias Charme halt aus. Ich find's nicht schlimm. Ja, bei ihr kann man alle typischen Frauensprüche ablassen, aber ist ja egal. Einer muss ja für den Schaden aufkommen. Hoppala. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Da kommt der Wand. Ein Pöller, meine ich. Hey, ich weiß schon, wo ich wohne. Ich schaffe es ohne Navi nach Hause zu kommen. Warte, wir sind noch nicht da. Ich sollte noch nicht den Tag vor dem Abend loben, obwohl es schon Abend ist. Egal. Kommt immer. Gleich kommt ein 6-Jähriger auf Dreirad vorbei. Hey, gar nicht, den überhole ich locker. Ja, bisher stimmt eigentlich. Wir sind mit dem Auto gar nicht so schlimm. Also andere fahren hier wie besenkte Säue, möchte ich nur mal erwähnen. Danke, Capo, fürs Verteidigen. So. Da. Nein, ich darf hier mit dem Mountainbike die Strecke fahren. Denke ich doch mal, oder? Ja. So, ich habe es geschafft zu streamen. Das ist auch schon mal wieder ein Fortschritt. Hoppala. Passt doch alles. Was ist denn hier los? Warte mal, da war doch irgendwas, ne? Irgendwas wurde da geblittert. Ich weiß aber nicht mehr was. Egal. Wir müssen nicht übertreiben. Ich hau mich jetzt hin. Ich hoffe, das Halskratzen lässt bald nach. Wir sind übrigens schon Pens Auto hier gefahren. Der blaue da. Wo ist meins? Ach, dahinter versteckt. Ich habe mein Auto gefunden. Yay! Ein bisschen stolz auf mich. Ein bisschen. So, wir müssen noch die Tasche einsammeln. Immer diese Angeber mit ihren Autos. Hey, ich liebe mein Auto. Wir haben nämlich Castle die Rippchen noch nachträglich gemacht und die Tasche einfach hingestellt. Dann hat er die Tasche jetzt zurückgebracht. So süß. Mit einer Schokolade. Danke, war sehr lecker. Gruß, Espo. Süß, ne? Warte, wir nehmen mal, haben wir noch Platz? Ja,
Ja, klar haben wir noch Platz. Sehr gut. Yippie! Der Zettel kommt direkt in den Zettelschrank. Zettel in den Zettel. Habt ihr auch Zettelschränke? Eigentlich? Oder ist das nur was, was Frauen haben im RP? Staubsauger mitten im Wohnzimmer. Vielleicht hat Peng gesaugt. Wo ist denn der Staubsauger? Der steht doch an der Seite. Der ist doch gar nicht mit im Wohnzimmer. Hä? Ist aber auch blind. Ach, jetzt geht's. Ja. Ich glaube. Ah. Mein Spiel stirbt. Ich würde auch nur den Zettel da reinpacken, die Schokolade weg und dann ab ins... Mann! Aha, geht doch. So. Weil das Schlimme ist bei Pain, so süß immer alles ist, er beschriftet es nie. Die Hose auch nicht. Das muss er echt noch lernen. So, die Tasche kommt jetzt, die Tasche kommt jetzt in die Kiste. Da muss ich was essen, glaube ich, ne? Ich muss auch ganz dringend was essen. Ist bei der anderen Tasche alles draußen eigentlich? Nicht, oh, ich glaube, ich habe Kuchen gemobst. Habe ich Kuchen? Ich habe ganz viel Kuchen gemobst. Irgendwie habe ich den vergessen. Hupsi. Egal. Offiziell wurde der gegessen. Ich möchte hier keine Nachstellungen haben. Gar nichts. Und das mal hier klar ist, Mann. Ich habe mehr Kuchen gemobst, als ich... Das war nicht geplant, ja? Okay. Ja, passt schon. Einen essen wir. So, die Taschen sind leer. Upsala. Mensch, Sophia, jetzt mach doch nicht noch Radau hier. Kann doch nicht wahr sein. So, dann haben wir ja wieder alle Taschen beisammen, glaube ich sogar, ne? Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, morgen gehe ich einfach ein bisschen so angeln für mich. Richtig gesundes Essen im Kühlschrank. Pain muss Dinge lernen. Ich glaube, hier ist bestimmt wieder ein Dekoartikel. Der gehört in die Abstellkammer! Ich meine jetzt IC. Du hast nur Bücherschränke. Oh. Der steht bestimmt da, damit wir denken, Pen hätte was getan. Ja, Sophia kocht ja sonst immer, aber momentan tatsächlich ging halt nicht. Egal. Lasst mich doch alle mal in Ruhe jetzt. So, ich ziehe gleich Schlafsachen an und ja, dann geht es nur noch ins Bettchen. Das heißt, ihr verpasst ja gar nichts. Ist doch wunderbar. Okay, Petaya streamt nicht mehr, sonst streamt auch keiner. Ja, dann kann ich euch auch nirgendwo hin raiden, wo ich jetzt sagen würde, das wäre okay da. Und dann lassen wir das heute. Danke fürs Dasein. Danke für die Follows. Danke für den Sub. Danke für die Chat-Aktivität. An alle, aber ganz besonders natürlich an Kapu, der von Anfang bis Ende hier war. Und habt einen schönen Abend.
Morgen ist Freitag und dann ist Wochenende. Wir schaffen das. Also ich sowieso, weil ich bin ja krankgeschrieben. Ich hau mich jetzt auch gleich hin. Dankeschön, macht's gut. Bis bald. Tschüsseli, gute Nacht.